lasse mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Sverrisson, dann wieder Kügel, gewinnt sein Dribbling gegen Wörns und Guido Buchwald und der Ball ist im Tor. Nach 86 Minuten führt der VfB Stuttgart in Leverkusen mit 2:1. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mitten auf Hindenberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pikniza hat den Ball und es gibt noch einmal Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister. Klar ist es, dass wir in unseren Aktionen konsequenter sein müssen. Trotzdem denke ich, dass wir hätten 2 Elfmeter kriegen müssen. Ich glaube, Nico ist vor dem Gegenspieler am Ball und dann trifft er ihn. Wenn es so ist, ist es ein Elfmeter für mich, aber ich habe es jetzt halt auch nur in Live-Bildern gesehen, deswegen kann ich da mehr auch nicht zu sagen. Mit der roten Karte genau dasselbe, es sah für mich nicht nach einer Schwalbe aus, deswegen muss man mal schauen, wie sich das dann so in der Wiederholung anschaut, aber mit Sicherheit keine optimalen Entscheidungen heute für uns. Und was sie im Videokeller machen, weiß auch keiner. Also vielleicht war er gerade wieder Pausenbrot essen oder sonst irgendwas. Und dann uns noch zu bestrafen mit einer gelb-roten Karte, das ist schon sehr frech. Ich persönlich habe es nicht gesehen. Also ich habe es im Spiel gesehen, da muss ich zugeben, war schwer zu beurteilen. Videobilder habe ich jetzt keine gesehen, aber ich versuche da eigentlich bei so einer Spielbewertung auch immer so ein bisschen den Schiri rauszulassen, weil man das im Endeffekt nicht beeinflussen kann. Wir können unser Spiel beeinflussen, das werden wir versuchen zu machen. Und ja, ob dann der Schiri für uns pfeift oder gegen uns pfeift, können wir leider nicht beeinflussen. Philipp Clement bringt es auf den Punkt. Wir können nicht beeinflussen, ob der Schiedsrichter für oder gegen uns pfeift, aber wir können darüber reden. Und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und wie immer mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, Sebastian, du hast das LAN-Kabel wieder durch Weinstadt gespannt. So habe ich es heute auf Twitter beschrieben. Funktioniert ganz gut, glaube ich. Absolut. Und ich habe nochmal abgegradet von 10 Meter violettes Kabel auf 15 Meter VfB rotes Kabel. Sehr gut. Und wir müssen jetzt auch das Wohnzimmer nicht mehr umräumen. Ich kann das einfach so ganz dezent vom Wohnzimmer hier ins Arbeitszimmer spannen, ohne irgendwelche Umräumarbeiten zu tätigen. Und es sieht toll aus, ja. Und nebenbei kann die Ehefrau auch noch theoretisch die Wäsche aufhängen, also weil du einfach eine geschickte Wäscheleine durch dein komplettes Loft, muss man ja fast schon sagen, ziehst. Das gefällt mir sehr gut. Praktisch in jeder Wohnung. Wir haben, also ihr merkt das ja wirklich vor, uns technisch immer weiter zu verbessern bei diesem Podcast. Das ist ein Langzeitprojekt, also es kann natürlich eine Weile dauern, aber das Ziel ist wirklich soundqualitätsmäßig ganz vorne in der ersten Liga mitzuspielen. Allerdings passierte uns auf dem Weg dorthin unter der letzten Woche ein kleines Missgeschick. Und zwar hat es unseren Feed zerschossen. Ja, also vielleicht habt ihr es gemerkt, auf einmal ging gar nichts mehr und die Seite vfbstr.de konnte auch nicht mehr erreicht werden. Ich glaube, ich habe es hinbekommen. Wenn ihr das Ganze jetzt gerade hört und am besten natürlich über irgendeine Podcast-App, dann habe ich es hinbekommen. Wenn nicht, dann brauche ich, glaube ich, jetzt auch nicht weiterreden und dann nochmal erzählen, wie es möglich wäre, den Podcast doch wieder zu abonnieren. Tja, dann müsst ihr selber irgendwie eine Lösung finden, oder? Genau, also wenn ihr das gerade nicht hört, dann ist irgendwas schiefgelaufen und ihr müsst es nochmal neu abonnieren. Aber vielleicht können die es gerade hören und wissen, dass andere es eigentlich hören sollten, denen Bescheid sagen, wie sie es wieder hören können. So, dann hätten wir das Problem auch gelöst. außerdem, Sebastian, muss ich mich auch nochmal entschuldigen für alle, die vielleicht sogar damit mit dem Gedanken gespielt haben, ihr Empfangsgerät zu verkaufen, weil auf einmal das STR-Intro doppelt ablief. Auch das war der Fehler eines Benutzers und zwar von mir. Und es ist auch wahnsinnig kompliziert mit diesen Intros. Auf einmal hast du ein Doppel-Intro drin, das du eigentlich nicht wolltest. Also nehmt mir das nicht übel. Ich übe ja auch noch so ein bisschen. Ist ja ein Hobbyprojekt, aber wir versuchen ständig besser zu werden. So. Genau, und da die Folgen ja immer relativ kurz sind, macht ja so ein doppeltes Intro da auch nichts aus. Also dann wird es ja mal
ausnahmsweise ein bisschen länger. Richtig, und ich habe ja die Kapitelmarken, also für alle, die sich immer mal wieder denken, mein Gott, jetzt kommt doch mal zum Punkt oder könnt ihr nicht mal über was anderes reden, schaut mal in euren Podcast-Apps nach, da gibt es die Möglichkeit, ganze Kapitel, die ja unter Umständen stundenlang gehen, zu überspringen und Themen auszuwählen, die euch vielleicht mehr interessieren. Wie vielleicht zum Beispiel unser erstes Thema heute, das Auswärtsspiel bei Erzgebirge Aue. Ein fast schon denkwürdiges Spiel, über das lange diskutiert wurde und immer noch diskutiert wird. Die obligatorische Frage zu Beginn, lieber Sebastian, wie und wo hast du denn dieses Spiel mitverfolgen können? Ich habe es tatsächlich im Vertikalpass Hauptquartier gesehen in der Stuttgarter Innenstadt, also aka unsere Büroagentur, in der wir arbeiten, und ja, der Anschlusszeit 18:30, also kurz nach Feierabend quasi, und dann haben wir da den Stream angeworfen und haben es da dort dann geschaut, untermalt von Straßenmusikern unterm Fenster, und man wusste halt in der ersten Halbzeit zumindest nicht, was schlimmer war, der Geiger unterm Fenster oder das Spielgeschehen auf dem Platz im Erzgebirge. Passte denn die gespielte Musik unter, ja, war es die passende Musik zum Spiel, so möchte ich sagen. Also ja, absolut, als wären wir unseren Text irgendwie genannt, die Arschgeige nervt, weil wir haben halt irgendwie, also wenn du halt in der Innenstadt arbeitest, dann kennst du ja nach einer gewissen Zeit die Straßenmusiker, nicht unbedingt vom Sehen, aber von ihrer Tonalität, weil du hörst sie halt nur, und es gibt halt einen Geiger, einen Straßenmusiker, der Geige spielt, und ich glaube, er kann relativ gut Geige spielen, ja, aber seine Song Auswahl lässt dann halt schon sehr zu wünschen übrig, und er spielt halt meistens sehr langsame, sehr klagende Lieder, und das klingt halt auch, wenn man es perfekt spielt, so als hätte man einer Katze auf den Schwanz getreten, und diesen Straßenmusiker haben wir die Arschgeige genannt, weil es halt wirklich furchtbar nervt, vor allem wenn du noch arbeiten willst, und es nervt auch, wenn du nebenbei Fußball gucken möchtest, ja, und dieser Straßenmusiker war dann über weite Teile die Begleitmusik für das 0:0 in Aue, und das hat wunderbar gepasst irgendwie. Wir haben uns überlegt, dass wir heute das Spiel etwas anders analysieren, als ihr das sonst von uns gewohnt seid. Wir werden jetzt also nicht Szene für Szene durchgehen, sondern ich habe mich auf Twitter ein bisschen umgeschaut und mal so ein paar Punkte aufgegriffen, die euch gestört haben zum einen und zum anderen ja auch heiß diskutiert wurden. Ja, Thema zum Beispiel Systemumstellung, lässt Walter zu viel auf Ballbesitz spielen. Also so wollen wir das Spiel heute mal so ein bisschen aufarbeiten. Natürlich werden wir auch über einzelne Szenen sprechen, aber ich denke mal, die Herangehensweise ist auch mal ganz interessant, dass man versucht, Lösungen vielleicht nicht zu finden, aber zumindest mal zu durchdenken und ja, mal zu gucken, was der VfB eigentlich verbessern könnte. So, Sebastian, im Endeffekt lief das Spiel, wie man es so gewohnt ist, wenn der VfB auftritt, vor allem ja auswärts und dann gegen, ich würde mal sagen, Gegner, die jetzt nicht darauf aus sind, hoch gegen den VfB zu gewinnen, denn die stehen dann meistens sehr tief und lassen den VfB kommen, lassen dem VfB im Mittelfeld so viel Platz wie nur möglich, und im letzten Drittel, sprich im eigenen Abwehrdrittel, wird dann natürlich mit zwei massiven Ketten, in dem Fall eine Fünferkette und eine Viererkette, versucht, die Räume sehr eng zu machen, und das gelingt natürlich aufgrund der vielen Spieler, die sich dann da tummeln, relativ gut. Oder anders gesagt, du hast ja auch so ein bisschen moniert, dass der VfB sich vielleicht manchmal zu wenig zutraut in manchen Situationen, den Risikopass scheut, vielleicht mehr mit Flanken agieren sollte. Jetzt frage ich dich erstmal, was stört dich so am meisten aktuell am VfB-Spiel? Na, mich stört so am meisten eigentlich der Anspruch, nein, der Konflikt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, ne? Also Tim Walter macht für mich nach wie vor einen guten Eindruck und sagt halt in der Pressekonferenz vorm Spiel halt immer, wir sind Favorit in jedem Spiel, wir wollen wieder aufsteigen, also er nimmt die Favoritenrolle an, finde ich super, und sagt dann halt nach dem Spiel, ja, wir haben gut gespielt, das Ergebnis ist nicht gut, die Leistung war gut, wir waren mutig und überlegen, und ich würde sagen, nee, mutig wart ihr halt überhaupt gar nicht, ne? Und ich finde es auch dann irgendwie komisch, dass er halt dann die 700 gespielten Pässe
anspricht und anführt, weil ich glaube, es waren irgendwie knapp 700 gespielte Pässe, von denen dann auch über 600 irgendwie an Mann gekommen sind, also an Mitspieler gekommen sind, was dann, wo ich dann halt irgendwie als Bruder sagen würde, naja klar, weil ihr immer quer gespielt habt und so war es ja halt auch, ne? Also was mir halt in der ersten Halbzeit vor allen Dingen gefehlt hat, war der Mut, den Tim Walter fordert und den er halt danach auch anspricht. Ich fand, dass der VfB in Aue alles andere als ein mutiges Spiel gezeigt hat. Das war nicht mutig, ne? Das war viel Quergeschiebe, viel Ballkontrolle, ja, alles gut, aber es war nicht mutig. Und wenn du mit einem Kader wie den der VfB hat, in Aue antrittst, dann musst du dir vielleicht auch einfach häufiger zutrauen, in eine 1-zu-1-Situation zu gehen, mehr Doppelpässe zu spielen, mehr Risikopässe zu spielen, individuelle Qualität ausspielen, aber das war mir einfach zu wenig. Also mir war es viel zu viel Ballbesitz ohne Raumgewinn, viel zu viel Ballbesitz ohne gefährlich zu werden. Das war für mich Ballbesitz um des Ballbesitzes willen. Aber es hat halt überhaupt gar nichts gebracht. Du bist halt viel zu selten offensiv gefährlich geworden. Und das ist mir dann einfach zu wenig. Also vor allen Dingen, ob der Vorzeichen, da kann man hinterher sagen, mit dem 0-0 in Aue muss man irgendwie auch zufrieden sein. Und ich würde sagen, nee, mit dem 0-0 in Aue musst du nicht zufrieden sein. Ich meine, wir reden von Aue. Die haben 20.000 Einwohner, ein Stadion mit 16.000, haben ein Budget, was irgendwie einen Bruchteil dessen des VfB ausmacht. Und da darfst du mit einem 0-0 nicht zufrieden sein. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf. Für mich ist halt echt so die entscheidende Frage, was kommuniziert Tim Walter, was kommuniziert Sven Mislintat nach außen und was kommunizieren sie nach innen? Und ich hoffe nicht, dass es das Gleiche ist, weil dann wäre mir der Anspruch echt so ein bisschen zu gering einfach. Also die interne und externe Aufarbeitung dieses Spiels, die wird auch noch eine wichtige Rolle spielen. Aber erstmal muss ich aufklären, Aue hat 17.750 Einwohner. Also da also ich habe ja auch gerade bei Wikipedia, also ich habe jetzt Aue Bad Schlema, 20.519. Aber das wahrscheinlich ist das... Das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, was das ist. Okay, also Auerbad Schlema ist eine große Kreisstadt, die am 1. Januar 2019 durch den Zusammenschluss von Aue und Bad Schlema entstand. Okay. Also, Wahnsinn. Also, genau. Und Aue hat 16.000, dann wahrscheinlich Bad Schlema 4.000 und jetzt hat Aue Bad Schlema 20.000. Das ist natürlich dann schon eine ganz andere Hausnummer. Das ist richtig. Dennoch möchte ich damit einsteigen, dass wir uns alle nach diesem bitteren Abstieg Demut auf die Fahne geschrieben haben und gesagt haben, wir müssen unsere Hausaufgaben machen und wir müssen mehr oder weniger dieses Jahr jetzt nutzen, vielleicht dann auch mit einer vernünftigen Mannschaft, mit einer guten Mentalität, ja, einfach auch wieder dem VfB ein anderes Gesicht zu verleihen. Das war ja mit einem Punkt, den wir häufig kritisiert haben in den letzten Spielen der abgelaufenen Saison. Und ich kann mich erinnern, dass in persönlichen Gesprächen mir viele VfB-Fans gesagt haben, ja, zur Not müssen wir halt dann nochmal ein Jahr in der zweiten Liga spielen. Ich möchte natürlich jetzt nicht so weit gehen und sagen, der VfB wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Davon bin ich weit entfernt. Aber was ich nur sagen möchte, ist natürlich, dass sich viele Gegner in Aue schwer tun, weil sie halt einfach diese Mauertaktik an den Tag legen. Und weil das Spiel, wenn ich es richtig verstanden habe, ist halt darauf ausgelegt, dass du ständig Dominanz ausstrahlst, Ballbesitz hast, den Ball laufen lässt, den Gegner nicht so sehr müde machst, sondern einfach, ja, aufgrund dessen, dass du halt so häufig hin und her spielst, dass es dann halt irgendwann Lücken gibt, sprich der Gegner Fehler macht und du dann, wenn auch spät im Spiel, aber irgendwann natürlich dann deine Chancen nutzt. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass wir in Aue komplett chancenlos waren. Also das System Walter funktioniert für mich zu 90% und die 10%, wo es nicht funktioniert, da hat Tim Walter aus meiner Sicht gar nicht so viel Einfluss drauf. Das sind dann halt einfach die Fähigkeiten des ein oder anderen Spielers direkt vorm Tor. Also ich möchte da nur einen Philipp Clement erwähnen, der mehrere wirklich richtig gute Chancen hatte, von denen er mit Sicherheit eine verwerten muss. Ja, Klimowitz hat eine Riesenchance in der 20. Minute, die muss er machen. Und dann kommen wir zum Aufregerthema schlechthin, der Elfmeter, der nicht gegeben wurde. Risotto fault Gonzales. Und das ist halt auch so ein Ding, dieses System Walter ist halt darauf ausgelegt, dass der Gegner dann vielleicht auch mal zu einem Foul greifen muss. Und im besten Fall entstehen daraus natürlich so Situationen, dass man einen Elfmeter bekommt oder man kriegt einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Man hat ja da mit Clement, mit Didavi, auch mit Castro hervorragende Schützen. Und
da lief es für uns jetzt auch einfach mal ein bisschen scheiße. Auf Deutsch gesagt, oder ja, man könnte sagen, es fehlte so ein bisschen das Spielglück auf unserer Seite. Aber an und für sich sehe ich schon, dass das System funktioniert. Ein Punkt noch, die gelb-rote Karte in der 66. Minute für einen der wichtigsten Spieler auf dem Platz. Nicht so sehr von dem, was er leistet, sondern er ist halt unheimlich wichtig für das System weiter. Das sieht man daran, wie viele Ballkontakte er hat, wie viele Pässe er spielt. Ich spreche natürlich von Bona Sosa. Der musste nach 66 Minuten, wie gesagt, vom Platz gehen, weil er sich diese Schwachsinnigkeit mit der Schwalbe erlaubt hat, das kommt natürlich auch noch mit dazu, warum dann am Ende vielleicht nur in Anführungsstrichen Punkt dabei rausspringt und nicht mehr. Aber insgesamt würde ich das Spiel so einschätzen, dass der VfB dieses Spiel eigentlich nicht verlieren darf und nicht nur aufgrund dessen, dass der Schiedsrichter nicht Elfmeter gepfiffen hat in der 32. Minute, sondern hauptsächlich, weil man die Chancen, die man bekommen hat, nicht verwertet hat, weil es gab aus meiner Sicht genügend Möglichkeiten, hier als Sieger vom Platz zu gehen. Ja. Einerseits ja, klar, aber andererseits, ne, in der letzten Zweitligasaison unter Defensivtrainer Hannes Wolf hat der VfB in Aue, ich weiß gar nicht mehr, 3-0 oder 4-0 gewonnen. Und da war die Headline, ne, kaltblütiger VfB stellt Aue kalt. Ja, und genau das haben wir halt nicht gesehen. Und wenn du halt in der 87. Minute dann durch Teströd noch das 1-0 bekommst und als Verlierer vom Platz gehst, dann darfst du dich halt auch nicht beschweren. Und ja, wie gesagt, ich finde halt Anspruch und Wirklichkeit, da ist halt so ein gewisser Konflikt, weil als VfB mit dem Etat, mit den Spielern, musst du in Aue mehr holen als ein 0-0. Und du kannst dich halt hinterher da nicht hinstellen als Trainer und sagen, wir hätten 2 Elfmeter bekommen müssen, weil das ist halt einfach Bullshit, ne? Also du hättest halt einen Elfmeter klar bekommen können, aber wenn du halt dann nach der Schwalbe von Bona Sosa davon sprichst, dass du einen Elfmeter bekommen musst, da lache ich, ne? Das ist im Leben kein Elfmeter, das ist eine klare Schwalbe und den darfst du nicht mal bekommen und du kannst dich im Gegenzug nicht beschweren, wie gesagt, wenn du in der 87. Minute dann halt den Führungstreffer der Heimmannschaft bekommst und das ist dann halt einfach zu wenig. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das halt dann intern klarer kommuniziert wird als nach außen und dass dann halt auch ein Tim Walter oder wer auch immer dann sagt, hey, Philipp Klebern, du hast letzte Saison irgendwie für Paderborn 16 Tore geschossen und vielleicht schafft es halt auch unbeträngt aus 4 Metern den Kopfball aufs Tor zu zielen. Ne? Aber mir persönlich war das zu wenig und man kann das natürlich irgendwie auf dem Schiri abladen, der sicherlich eine ganz, 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 ganz schlechte Rolle gespielt hat, aber trotzdem auch das, selbst wenn du mit einem schlechten Schiedsrichter das Spiel bestreitest, musst du als VfB Stuttgart mit so einem Monster-Etat gegen einen, ich sag es mal ganz despektierlich, Dorfclub wie Aue einfach 3 Punkte holen. Ich habe mir mal gerade die Statistiken von diesem 0-4 oder 4-0 Erfolg in Aue vom 4.12.2016 aufgerufen und da fiel mir fast schon die Kinnlade runter. Nur mal so, der VfB hatte in diesem Spiel 38% Ballbesitz gegen Aue, hat 360 Pässe gespielt, Aue knapp 600. Also es sind komplett umgedrehte Vorzeichen, wenn man das jetzt mit den Daten vom Freitag vergleicht. Und Schüsse hat Aue 15 abgegeben, keiner davon aufs Tor, aber der VfB hat 4 Tore erzielt und nur 4 Schüsse abgegeben. Also die Effektivität stand unter Hannes Wolf, war eine andere unter Hannes Wolf, so möchte ich es mal sagen. Und das ist für mich auch das, was ich aus diesem Spiel mitnehme. Es fehlt an Effektivität, nicht nur vor dem Tor, sondern auch manchmal natürlich, was diesen letzten oder den berühmten letzten Pass angeht. So, ich habe ja gerade eben gesagt, wir gucken mal so ein bisschen auf Twitter, was da alles moniert wurde und was man verbessern sollte, könnte. Sprich, wo kann Tim Walter ansetzen, um ja diese Szenarien, die mit Sicherheit noch ein paar Mal auf uns warten, dass man gegen tiefstehende Gegner sich was einfallen lassen muss. Welche Ideen, Ansätze gibt es da für Tim Walter, diese tiefstehenden Gegner zu Fehlern zu zwingen oder von mir aus dann auch ein bisschen rauszulocken, um dann mehr Platz zu haben und zum Torerfolg zu kommen? Eins muss man vielleicht auch noch kurz sagen, man spricht oft von Tempo, wobei ich das als Punkt jetzt hier auch gerade schon lese auf meiner Notiz. Aber trotzdem möchte ich das vorneweg ansprechen. Für mich gibt es da 2 Unterschiede beim Thema Tempo. Einmal natürlich das Tempo des Spielers oder der Mannschaft an sich. Und es gibt natürlich noch das Balltempo. Und ich glaube, das ist das, was dir so ein bisschen gefehlt hat. Also das, wie der Ball zwischen den Spielern hin und her gespielt wurde. Das war immer oder wirkte sehr behäbig. Und da fehlte so ein Stück weit Dynamik in den Aktionen. Ich denke mal, das kreidest du der Mannschaft an, wenn du von fehlendem Tempo sprichst.
Ja, genau, fehlendes Tempo. Also natürlich sind die Spieler an sich schnell, aber es wurde halt viel quer gespielt und das Tempo in der Vertikalität war halt einfach nicht schnell. Und man hat gesehen, es wurde immer gefährlich, wenn man halt ein bisschen Risiko genommen hat. Ne? Also da gab es ja dann hin und wieder Doppelpässe auf dem linken Flügel. Und da war auch die eine Szene, als sich dann halt Nicolas Gonzalez dann nach dem Doppelpass gut durchgesetzt hat und den Ball dann halt reinschippte und dann halt gerade Clement halt aus 4 Metern den Kopfball nicht aufs Tor gebracht hat. Aber das ist so das, was ich halt so ein bisschen moniere, dass man in der Offensive einfach zu wenig Risiko geht. Da werden die Bälle halt ewig lange hin und her gespielt und quer gespielt und es gibt keinen Raumgewinn. Und wir haben ja nun mal die individuelle Qualität, die dem Gegner überlegen ist. Und da hoffe ich mir, dass man dann in Zukunft halt häufiger den Zweikampf sucht oder halt ein bisschen mehr Risiko geht, um da halt die Defensive des Gegners in Unordnung zu bringen. Und das war was mir in Aue komplett gefehlt hat, weil die standen ja die ganze Zeit gut gestaffelt und wurden kaum in Verlegenheit gebracht. Das ist gleich ein guter Punkt, denn genau das habe ich auch auf Twitter gelesen. Da wurde gefordert, mehr Risikopässe, genau das, was du gerade auch sagst. Lass uns da kurz drüber sprechen. Man sollte natürlich bedenken, Tim Walter ist halt sehr auf Kontrolle und Ballbesitz aus. Ja, dieses System, das 4-4-2, birgt natürlich die Gefahr, dass du bei Ballverlust relativ schnell überspielt wirst, weil du halt einfach nur 3 Ketten hast und eine davon ist natürlich dann schon als Angriffskette jetzt nicht dafür prädestiniert, Angriffe abzufangen. Und es geht relativ fix, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen, dass wenn der Gegner den Ball erobert, sei es jetzt durch einen Fehlpass von uns oder einfach durch eine gelungene Defensivaktion, dann geraten wir schon immer so ein bisschen in die Bredouille. Das wurde gegen Aue eigentlich ganz gut gelöst. Es gab jetzt nicht so viele große Chancen für Aue. Du hast vorhin schon die Testrot-Chance in der 87. angesprochen. Die war mit Sicherheit nennenswert. Aber ansonsten... Also nennenswert heißt, den muss er machen. Also ja, das stimmt. Aber es war ein Torwartfehler. Also das muss man genau, dazu sagen. Aber Clement muss den Kopfball in der 41. machen und Testrot muss den in der 87. machen. Ja. Also ne, wenn du Stürmer bist, dann musst du diese beiden Bälle einfach reinmachen und den aber es ist eine Tor Chance. Zu bekommen, ist halt peinlich eigentlich. Das, ja. Da gebe ich dir recht, aber es ist halt nur eine Chance jetzt auf 90 natürlich, Minuten ja. Und der Rest, zumindest was ich mir jetzt hier notiert habe, das ist aus meiner Sicht jetzt nicht die Rede wert. Also es gab in der 15. Minute so ein Weitschuss von Risotto, der über die Latte streift, also das würde ich jetzt noch nicht mal so sehr als Riesenchance werten, das war mehr oder weniger ein Sonntagsschuss, der dann auch nicht reingeht und dann gab es halt häufig so Distanzschüsse, es gab in der 75. Minute noch eine Chance für Hochscheid, da sah Karasor richtig schlecht aus, ansonsten hat man die Gefahr schon relativ gut vom eigenen Tor fernhalten können. So. Nee, absolut, aber es war jetzt auch nicht so, dass der VfB den Auern irgendwie da die Bude zusammengeschossen hat und irgendwie Aue halt irgendwie pures Glück hat, dass sie nicht zurücklagen, das war es halt auch nicht, das ist so ein bisschen Punkt. Ich hatte mir so für die neue Saison echt gedacht, wir gewinnen die Spiele 3-2, verlieren vielleicht mal 3-2, gewinnen auch mal 5-4 und jetzt sind halt die Ergebnisse irgendwie so Korkut-mäßig halt irgendwie 0-0, 1-0, vielleicht bald mal 0-1, aber also die Defensive steht und aber die Offensive läuft halt einfach noch nicht so richtig. Ne? Dafür ist die Spielweise einfach nur so weit wie möglich entfernt von Taifun Korkut. Das ist ja das, absolut, das was man auch nicht vergessen darf. Das ist ja, kommt mir auch ein bisschen zu kurz. Die Mannschaft ist komplett neu zusammengestellt worden. Es sind Spieler, die zuvor noch nicht zusammengespielt haben. Es ist ein neuer Trainer vor Ort. Es ist für die meisten Spieler eine komplett neue Situation, dass man jetzt selber die Mannschaft ist, die das Spiel machen muss, die als großer Favorit in jedes Spiel geht. Das braucht dann auch vielleicht eine Zeit, um das richtig umzusetzen und auch mit einem gewissen Selbstvertrauen auf dem Platz zu stehen. Also das ist ja das, was man den Bayern immer attestiert, dass die da wie die Kings auf dem Platz rumlaufen und ihr Ding halt einfach durchziehen. Und wenn du, mehr oder weniger innerhalb von ein paar Wochen vom letzten Loser der Bundesliga, einer der schlechtesten Mannschaften, die jemals in der Bundesliga gespielt haben, also es ist ja rein faktisch so gewesen, dass der VfB eine grauenhafte Saison gespielt hat, plötzlich zu dem Top-Favoriten einer anderen Liga wirst, ja, das ist natürlich dann schon auch nochmal schwierig, das direkt mit sehr guten Leistungen
ja, zu bestätigen, diese Rolle. Also ich stelle mir das schwer vor, ja, wenn du da hinkommst. Ja, absolut, und aber ich denke, wir müssen auch ganz klar trennen halt, ne, so zwischen Generalkritik, irgendwie System Walter und ja, funktioniert nicht und hier und da, alles Kacke. Und das in Aue war halt einfach nicht gut. Und ich bin der Meinung, ich bin nach wie vor großer Fan vom Hitzlintat-Walter-System, aber ich bin halt der Meinung, dass in Aue die Performance, die war halt einfach nicht gut. Und sich hinterher dann hinzustellen und zu sagen, die Leistung war überragend, wie es, glaube ich, dann Sven Mislintat sagte, da würde ich sagen, nee, also das unterschreibe ich nicht. Und ich hoffe, er sagt das halt irgendwie nach außen, um den Druck vom Team zu nehmen, und intern wird anders kommuniziert. Aber ich fand die Leistung in Aue halt alles andere als gut. Und die erste Halbzeit hat mich dann, Achtung, doch schon so ein bisschen an Weinziel und Korkut erinnert, weil da standen halt die Offensivreihen, die standen halt vorne rum und warteten auf den Ball, ne? Und sie haben sich halt den Ball dann halt x-mal quer hin und her geschoben, aber es war halt null Bewegung, es war null Dynamik, und es war halt einfach nicht gut. Und ja, und ich hoffe, es wird halt intern auch in der Deutlichkeit angesprochen und wird verbessert. Und also ich habe definitiv die Geduld, auch dann drauf zu warten, dass es sich verbessert. Und ich glaube, es kann sich auch verbessern. Und das ja, das muss man halt abwarten. Aber ich fand den Auswärtsauftritt in Aue definitiv nicht so gelungen, wie es uns dann Tim Walter und Sven Mislintat in den Interviews glauben machen wollten. Da gebe ich dir recht. Nochmal zurück zu den Risikopässen und das kurz abzuschließen. Also da bin ich auch bei jedem, der sagt, ein bisschen mehr Risikobereitschaft wäre vielleicht nicht schlecht, aber es wirkt wirklich so, dass Walter halt einfach auf diese Kontrolle pocht, und ich glaube, er hat kein Problem damit, mal einen Risikopass zu spielen. Das ist jetzt einfach nur so, ja, meine Beobachtung, ich kann damit komplett falsch liegen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er den Spielern eingebläut hat, spiel nicht irgend nur so ein Ball, wo du darauf hoffst, dass der vielleicht irgendeinen Mitspieler erreichen könnte, ja, irgendwie ein Steckpass, und du hoffst, dass sich, weiß jetzt nicht, Gonzales im richtigen Moment löst und den Ball erreichen könnte, dann spiel lieber nach rechts oder nach links zu deinem Mitspieler. Ich könnte mir vorstellen, dass das so die Vorgabe ist von Walter. Und den einen oder anderen Spieler hemmt das vielleicht, zu sagen, komm, jetzt spiele ich halt diesen Steckpass, diesen Risikopass, weil er sich in seiner Aktion nicht so sicher fühlt, wie er vielleicht das sonst gewohnt ist, wenn er vielleicht einfach mehr Freiheiten bekommt vom Trainer. Weil Walter, der ist ja schon viel am Rumschreien und am Reinreden außerhalb des Spielfelds und ruft immer wieder rein Kontrolle und stellt die Spieler auch zurecht in den Senkel, wenn sie dann irgendwelche blöden Pässe spielen oder versuchen, die Seite zu verlagern mit völlig schlechten Bällen. Also dann ist er ja schon sehr aufgebracht. Vielleicht beeinflusst das den einen oder anderen Spieler in seiner Entscheidung, ob er jetzt einen Risikopass spielt oder halt einfach den Ball nach rechts oder links schiebt. So habe ich mir das überlegt, aber da bin ich auf jeden Fall bei jedem dabei, der sagt, es müssen mehr Risikopässe gespielt werden. Es nützt nichts, ständig auf viele Pässe und eine gute Passgenauigkeit oder zu sprechen zu kommen, wenn dann letzten Endes daraus nichts resultiert und der Ball wirklich nur noch nach rechts, links und vielleicht mal so leicht nach vorne gespielt wird. Das ist dann zu wenig. Ein weiterer Punkt. Genau, ich will ja keine 700 Pässe abfeiern, von denen 600 ankommen, sondern ich würde halt gerne zwei Tore abfeiern, von denen halt eins zum Sieg gereicht hat. Ne? Ja, und ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen von freimachen, irgendwie auch dem Walter irgendwie so als den Heiland zu sehen, ne? Weil er hat die Bayern Amateure trainiert und dann einen mediokren Zweitliga-Club aus Kiel. Ach. Und jetzt ist er halt, ist ja so. Ich weiß doch, wie du es meinst. Die waren Aufsteiger und er hat ja super viel aus denen rausgeholt, aber jetzt trainiert er halt einen Bundesliga-Absteiger, dessen designiertes Ziel es ist, sofort wieder aufzusteigen. Er hat einen Kader, der halt irgendwie wahrscheinlich genauso viel wert ist wie alle seine Mannschaften, die er bislang in seiner Karriere trainiert hat. Ich denke halt auch, er muss da halt eine Lernkurve nehmen und halt auch sehen, manche Sachen aus meinem System, die klappen und manche Sachen klappen nicht, und dann muss ich vielleicht auch mal sagen, okay, wenn es halt gegen Aue nicht klappt, dann wechsle ich halt irgendwie einen Stürmertyp wie Al-Ghadoui halt zur Halbzeit ein und sag meinen Außenverteidigern, hey, löffelt jede Flanke auf seinen Kopf und irgendeine geht halt rein. Und ich glaube, diese Lernkurve hat er vielleicht noch nicht ganz angenommen oder will sie nicht annehmen. Und das ist für mich auch so ein bisschen entscheidend, also ob er das irgendwie akzeptiert, ob er seine Art und Weise zu trainieren und aufzustellen anpasst oder ob er es nicht will oder nicht kann. Und dann wird man halt sehen, ob er halt die übliche VfB-Trainer-Halbwertszeit dann halt hat oder eine längere. Ne? Thema Flanken abwarten. Ist auch ein gutes, wurde auch mehrfach angesprochen. Es müssen mehr Flanken geschlagen werden. Gegen Aue wurden 20 Flanken geschlagen, 2 kamen an.
Das ist natürlich. Ja gut, ich meine, du musst halt keine Flanken schlagen, wenn deine Stürmer Gonzales und Klimowitz heißen und die spielen halt irgendwie gegen irgendwie so 2,50 Meter Innenverteidigerkanten aus Aue, dann musst du keine Flanken schlagen. Ja, aber du hast ähnliche Werte gegen andere Gegner gehabt, als genau, deine Stürmer Al-Ghadoui und Gomez hießen, und das war jetzt auch nicht so, dass die jede Flanke verwertet haben. Und ich glaube, das muss ich auch nochmal sagen, ich glaube nicht, dass Tim Walter ein Problem mit Flanken hat. Auch hier bin ich mir sicher, dass Tim Walter gar nichts gegen eine wohltemperierte Flanke einzuwenden hat, die zum Beispiel ein Borna Sosa schlagen kann. Auch hier stört ihn, glaube ich, viel mehr, dass es dass oft Flanken geschlagen werden, weil einem sonst nichts mehr einfällt. Also das ist ja sowas, ich meine, Sebastian, wir haben so viele Spiele in Stuttgart gesehen, wie oft war das der Fall, dass in Sua die linke Seite runtergelaufen ist und sich dann so 15 Meter vor der Grundlinie gedacht hat, ja, hau jetzt einfach mal das Ding so rein. So. Ja, klar. Und das brauchst du nicht. Natürlich. Das kannst du dir sparen. Dann kannst du den Ball, dann schießt du den Ball lieber links ins Aus. Ja, das ist eigentlich besser, weil dann hat der Gegner nicht Abschlag, sondern muss mit einem Einwurf weitermachen und du hast eher nochmal die Möglichkeit, dann den Ball zu erobern. Also Flanken, ja, kannst du natürlich einsetzen, aber ich sehe jetzt hier im Spiel aktuell nicht, dass man zu wenig Flanken schlägt. Der Ertrag aus Flanken ist einfach viel zu gering. Also du musst viel zu viele Flanken schlagen und hast viel zu viele Ballverluste, bis dann endlich mal so eine Flanke Al-Ghadoui oder Gomez erreicht und die dann auch verwertet wird. Also die Gefahr, abgefangene Flanken dann, dass die vom Gegner direkt zu einem Konter genutzt werden, ist aus meiner Sicht zu groß, um hier wirklich dann mehr auf Flanken zu gehen, wobei ich aber schon sagen möchte, dass man vielleicht trotzdem mehr die Außenpositionen mit einbeziehen sollte. Weil Walters Spiel ist ja schon sehr zentrumslastig. Und ich denke mir dann manchmal, das wird alles so eng, wieso nutzt man dann nicht die Schnelligkeit oder die technischen Fähigkeiten diverser Spieler aus und lässt die über außen dann ein bisschen mehr aufdrehen. Ja, kommen wir vielleicht auch noch gleich dazu. Beziehungsweise können wir gleich drauf dazu kommen, gerade was Technik angeht. Denn einen weiteren Punkt konnte ich auf Twitter finden, der sehr häufig genannt wurde, und zwar, dass man häufiger Dribblings wagen sollte. Ist dir das auch so vorgekommen, dass der VfB zu wenig ins Dribbling geht? 1:1-Situation. Ja, also genau, Dribbling eher, weiß ich nicht, aber 1:1, ja, ne? Weil wir reden ja immer davon, dass der VfB sicherlich auf den Einzelpositionen individuell den gegnerischen Mannschaften überlegen ist, und wenn du halt den Ball mal in einer Position hast, wo du nicht unbedingt einen direkten Konter riskierst, wenn du den Ball verlierst, ich denke, dann musst du ins 1:1 gehen und das da vorne versuchen, und ja, und fast jeder, der für den VfB auf dem Platz steht, müsste ja seinem Gegenspieler individuell überlegen sein. Und gerade in der Offensive, denke ich, musst du es halt versuchen, dann den Offensiv-Zweikampf zu suchen, um halt dann auch den Raumgewinn zu schaffen. Und das ist mir echt noch so ein bisschen zu selten einfach. Also viel Ballgeschiebe und wenig Risiko. Ja, also offensiv Zweikämpfe und auch Dribblings würde ich befürworten. Vor allen Dingen, weil man ja auch gesehen hat am Freitagabend, wenn es da mal schnell geht über Doppelpässe oder über Dribblings und man sich gegen seinen Gegenspieler durchsetzen kann, dann, wie gesagt, Paradebeispiel, linke Seite Nicolas Gonzalez und dann der Chip, die Chip-Flanke nach innen, und Philipp Clement hat dann die Kopfballchance. Das brauchen wir häufiger. Auch diesbezüglich habe ich mich natürlich schlau gemacht und kann dir sagen, der VfB hat sehr, sehr häufig versucht, Situationen mit Dribblings und 1:1-Situationen zu lösen. Kam ja auch so nicht vor, aber statistisch gesehen geht der VfB oder ging der VfB gegen Aue 17 Mal in so eine Dribbling-Situation, und das ist ein sehr, sehr hoher Wert, weil ich habe dann so geschaut, was erreichen Mannschaften, die man mit so einem Fußball in Verbindung bringt für Werte. Also zum Beispiel Dortmund gegen Köln 13 Dribblings. Liverpool gegen Arsenal 9 Dribblings und am Sonntag Barcelona mit 12 Dribblings. Also das ist schon ein sehr hoher Wert, 17 Dribblings. So kann man jetzt hier auch wieder sagen, okay, der VfB versucht es, zumindest was die statistischen Werte angeht, mit Dribblings. Sie schlagen die Flanken, sie spielen viele Pässe. An was kann es dann liegen? So, und dann habe ich mir geguckt, oder mir angeschaut, wie, oder ja, wenn es mal gefährlich wurde, wie kam es dazu, oder was ist da im Vorfeld passiert? Und da ist mir aufgefallen, dass fast alle gefährlichen Situationen im Spiel gegen Aue zustande kamen, wenn der VfB bis an die Grundlinie runtergegangen ist. Und da würde ich jetzt zum Beispiel mal ansetzen. Der VfB geht aus meiner Sicht, oder das System ist nicht so darauf ausgelegt, wirklich immer konsequent bis zur Grundlinie sich zu arbeiten,
und es wird zu häufig dann der Weg nach innen gesucht oder eine Flanke geschlagen. Also aus meiner Sicht muss Walter irgendwie eine Möglichkeit finden, wen auch immer bis an die Grundlinie runterzuschicken und von da aus dann Bälle in den Strafraum zu jagen, beziehungsweise vielleicht auch mal in den Rückraum und darauf hoffen, dass ein Karasor, der einen guten Schuss hat, Clemens sowieso und auch ein Didavi dann von da aus treffen. Also es gab 4 wirklich gefährliche Situationen oder entscheidende Situationen im Spiel gegen Aue, die ich mir notiert habe. Dazu gehört zum Beispiel der nicht gegebene Elfmeter. Dazu gehört die Riesenchance von Clement in der 44. Minute. Die Situation mit Sosa, als er gelb-rot sah, wo man ja auch sagen kann, das war ja eigentlich eine gute Situation. Wenn er sich nicht hätte fallen lassen, wäre er vielleicht gefoult worden oder wäre durch gewesen. Und später nochmal eine große Chance für Clement. González passt da von der Grundlinie auf Clement. In der 71. Minute war das. Da müsste eigentlich dann auch das Tor fallen. Und insgesamt erreichte der VfB gegen Aue 6-mal nur die Grundlinie. Nur 6-mal. Und da bin ich einmal noch wohlwollend, weil der Spieler dann noch abdreht. Also nicht nach innen zum Tor, sondern nach außen. Also kann man sagen, 5-mal erreicht der VfB die Grundlinie gegen Aue. Und 4-mal entsteht daraus eine gefährliche Situation. Also da würde ich versuchen anzusetzen, dass man eher bis zur Grundlinie sich irgendwie kombiniert oder durch einen Systemwechsel vielleicht dann die Außen stärker mit einbindet. Wobei Walter ja sagt, ob ich jetzt im 4-3-3 spiele oder im 4-4-2, macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, sehe ich auch. Also könnte man hier sagen, dass die Angriffsreihen einfach noch mehr Positionswechsel durchführen müssten, um einfach auch eine gewisse Breite dann ins Spiel zu bekommen und vielleicht dann auch wieder durch diese vielen Positionswechsel nicht nur eine Breite reinzubekommen, sondern auch eine neue Tiefe zu kreieren. Weil das ist natürlich enorm schwierig, gegen so einen tiefstehenden Gegner da noch Tiefenläufe anzusetzen. Und dann sind wir auch bei dem Thema Tempo. Du kannst natürlich kein Tempo aufnehmen, wenn du kaum Wiese vor dir hast. Also du brauchst natürlich einfach auch ein bisschen Platz vor dir, um dann Tempo, also rein wirklich Geschwindigkeit aufbauen zu können. Ansonsten wird es halt enorm schwer. Aber der Weg bis zur Grundlinie, ja, das kommt mir ein bisschen zu kurz im System weiter. Das ist das, was ich jetzt ausmachen konnte. Alle anderen Parameter, die ich so gelesen habe, ja, haben wir ja gerade aufgezählt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da sieht es beim VfB gar nicht so schlecht aus. Also es sind die Risikopässe, Risikobereitschaft, vielleicht könnte man das so sagen, und die konsequenten Läufe, da sind wir wieder bei dem Thema, konsequent spielen bis zur Grundlinie und dann natürlich auch die Torchancen nutzen. Das sind so die 3 Punkte, die mir eigentlich einfallen, an denen man jetzt arbeiten könnte, wenn man ja endlich auch mal gegen tiefstehende Gegner etwas erfolgreicher auftreten möchte, weil daran muss man ja arbeiten. Ich habe noch mehr. Ja, nee, genau, weil du hast halt von den 17 Gegnern in der Liga, hast du ja 14 bis 15, die genauso spielen werden. Ne? Und wenn du gegen die kein Rezept hast, dann hast du ein Problem. Und da bin ich auch gespannt, wie halt dann Tim Walter so von seinem Dogma vielleicht ein bisschen abweicht und sagt, okay, dann bringe ich halt Al-Ghadoui und Gomez, wenn Gomez wieder fit ist, und dann muss es halt irgendwie Flanken in 5-Meter-Raum hageln, ne? Weil das führt halt zum Erfolg. Das ist zwar vielleicht langweilig, aber die haben halt die individuelle Qualität, um dann halt Tore zu erzielen. Ich würde da widersprechen. Ich glaube nicht, dass du mit Flanken groß Erfolg haben wirst in der zweiten Liga. Ich weiß, dass es immer wieder aufgeführt wird in Suar, Terodde. Tor-Repeat, genau. Ja, das ist richtig, aber es ist halt auch wirklich so ausrechenbar. Und du hast inzwischen eine gewisse Qualität, hast du mittlerweile auch in der zweiten Liga, was die Innenverteidiger angeht. Und ich glaube, dass das in Walters Fußballsystem ist das nicht vorgesehen, dass du einfach nur nach außen den Ball spielst und dann hoffst, dass dein Linksverteidiger oder Rechtsverteidiger eine coole Flanke schlägt und vorne so ein alter Haudegen einnickt. Das widerstrebt seinem Spielsystem. Ja, natürlich, aber in dem Fall ist mir jetzt erstmal Walters Philosophie vollkommen egal. Aber ich glaube, wenn du halt irgendwie Außenspieler hast, wie in Borna Sosa, der die Flanken relativ geil reinschlagen kann, und du hast in der Mitte halt irgendwie einen Stürmer vom Kaliber Mario Gomez und einen der erfolgreichsten Zweitligastürmer letzten Saison wie Al-Ghadoui, und dann kommen die Bälle halt vorne gut rein und du spielst halt gegen Innenverteidiger, die halt für Erzgebirge Aue spielen, dann kommst du halt zum Erfolg. Aber wo ist dann die Entwicklung der Mannschaft, die man ja auch gefordert hat, dass man gesagt hat, also wir müssen jetzt ein anderes Spielsystem entwickeln, wir wollen wieder für offensiven Fußball stehen. Ich erinnere mich da an Thomas Hitzesberger, der auf der Mitgliederversammlung gesagt hat, er möchte sehen, dass das Spielgeschehen im gegnerischen Strafraum stattfindet und nicht in unserem Strafraum. Du hast ja dann
wieder eine Spielweise oder implementierst eine Spielweise, mit der du auch in der ersten Liga wieder nicht bestehen kannst. Also vielleicht steigst du so auf, aber wenn du aufsteigst, wirst du mit dieser Spielweise keinen Blumentopf gewinnen in der Bundesliga. Da lege ich mir jetzt schon fest. Also eigentlich muss er jetzt versuchen, ja auch schon so einen Grundstein zu legen für einen möglichen Aufstieg und vielleicht dann natürlich auch für eine gewisse spielerische Note, die uns ja komplett gefehlt hat in den letzten Jahren. Ja, absolut, aber das ist wirklich eine philosophische Frage, ne? Also, aber deswegen hat man ja den Trainer verpflichtet, weil man ja genau diese Philosophie verfolgen möchte. Ja, aber so klar wurde das ja auch noch nicht kommuniziert, ne? Also, oder hast du schon mal jemanden sagen hören, hey, wir wollen erstmal eine Philosophie, wir wollen ein Spielsystem und wenn es halt dann nicht zum Aufstieg reicht, dann bleiben wir halt noch mal eine Saison unten oder so. Also das fehlt mir noch so ein bisschen. Also ich das mag stimmt. Das, ne, wie es gespielt wird, aber so man hat jetzt irgendwie auf der einen Seite, ja, will man ein neues Spielsystem implementieren und irgendwie viel Ballbesitz und irgendwie 100.000 Pässe und über kurz paar Spiel zum Erfolg, aber andererseits will man halt irgendwie auch aufsteigen und das da beißt sich die Katze irgendwie noch so ein bisschen in den Schwanz, finde ich. Also man müsste das mal klar kommunizieren, was man jetzt möchte. Das stimmt, aber es gibt ja diese Aussagen von Sven Mislintat, dass man sagt, man hat sich bewusst dazu entschieden, nicht all in zu gehen. Ja, man ist handlungsfähig, wenn man nicht direkt wieder aufsteigt. Es gab auch die Aussage, wir haben Spieler geholt, die zum einen in der zweiten Liga ihre Klasse nachgewiesen haben und auf der anderen Seite aber auch noch Potenzial haben, um ja vielleicht in der ersten Liga den Durchbruch zu schaffen. Also das kann man so interpretieren, dass der Sportdirektor damit andeutet, wenn es schief geht, ja, ist das noch nicht hier irgendwie der Untergang oder so, sondern wir sind vorbereitet, wir nehmen auch, wenn es doof läuft, nochmal ein Jahr zweite Liga in Kauf. Aber dass es jetzt keiner so öffentlich sagt, kann ich schon verstehen. Ich stelle dir mal vor, der ja, Mislintat stellt sich ja, hin aber, und sagt das. Genau, wir sind jetzt auch irgendwie erst 4 Spieltage in der Saison, lass mal irgendwie 10 Spieltage absolut rumgehen und dann machen wir mal ein Zwischenfazit, genau. Aber grundsätzlich, also ich fand, wie gesagt, den Auftritt in Aue fand ich absolut nicht gut. Und ich habe auch irgendwie null Verständnis dafür zu sagen, das war eine überragende Leistung. Nö, war es nicht. Aber die grundsätzliche Ausrichtung und das grundsätzliche Konzept, was jetzt verfolgt wird, finde ich trotzdem gut. Und ich glaube, man kann auch beide Meinungen miteinander vereinen. Was man vielleicht auch noch überdenken könnte, ist die Art und Weise, wie man den Gegner anläuft. Also bei Weiter ist es ja wirklich so, sobald der Gegner den Ball hat, und das fängt halt an, sobald der Torwart den Ball in die Hand nimmt oder halt einfach am Fuß führt und seine Innenverteidiger anspielt, der gegnerische Torwart, pressen wir ja sofort direkt drauf. Also wir wollen sofort den Ball haben und man könnte sich natürlich jetzt hier überlegen, ob man den Gegner zumindest mal bis zur Mittellinie kommen lässt, um daraus dann vielleicht eher so einen Tempovorteil sich erspielen zu können. Also sprich, wenn du dann den Ball an der Mittellinie erkämpfst, ja, dann kannst du vielleicht auch mal jemanden schicken, der halt Tempo aufnehmen kann. Aber jetzt ist es halt so, unter Umständen gewinnst du den Ball, weiß ich nicht, 30 Meter vom gegnerischen Tor und dann stehen halt schon wieder 6 Gegenspieler vor dir. Also du kannst fast nie wirklich Tempo oder Umschaltsituationen generieren. Man konnte das gestern ganz gut sehen im Spiel Karlsruhe gegen den HSV. Da siehst du halt, dass der KSC versuchte mitzuspielen und das spielte dem HSV dann in die Karten und so konnten die relativ hoch und ungefährdet das Spiel dann nach Hause bringen. Aber solche Spiele, die fehlen uns ja noch komplett. Wir haben ja immer Gegner, die darauf aus sind, erstmal möglichst lange kein Gegentor zu bekommen und einfach versuchen, Nadelstiche zu setzen. Und das ist natürlich auch enorm schwierig, wenn du da immer wieder draufpresst, dann wirklich Tempo und Geschwindigkeit ins Spiel zu bekommen. Also das habe ich mir auch überlegt, ob man da ein bisschen später erst den Gegner anläuft und ruhig mal ein bisschen kommen lässt. Ich weiß zum Beispiel, dass Real Madrid das so häufig mal gemacht hat, dass sie absichtlich den Ball auch abgegeben haben, ja, dass der Gegner dann ein bisschen kommen konnte und man dann den Ball wieder erobert hat. Ist natürlich schon ein bold Move, das so zu spielen. Ich weiß auch nicht, ob ich das dem VfB zutrauen würde, aber ich meine nur, man hat dem Gegner dann den Ball überlassen, hat sich dann dran gemacht, den Ball wieder zu erobern und hatte dann natürlich mehr Wiese vor sich, konnte dann die Schnelligkeit diverser Spieler ausspielen und kam dann so zum Torerfolg unter Umständen. Also das sind auch so kleine Dinge, kann man sich auch mal überlegen, ob das so sinnvoll ist, da wirklich wie die Feuerwehr ständig vorne drauf zu rennen. Und ja, weiß ich auch nicht, ob man da nochmal ansetzen könnte. Systemwechsel habe ich auch gelesen. Ich glaube, darüber braucht man nicht groß diskutieren, weil Tim Walter ja diese Philosophie verfolgt, dass es ständig Systemwechsel im Spiel, je nach Situation gibt. Die Spieler müssen
mehrere Positionen während dem Spiel einnehmen können. Also ich denke mal, so einen generellen Systemwechsel werden wir unter Walter erstmal nicht sehen. Der wird dieses 4-4-2 in der Grundausrichtung durchziehen. Und ja, ich sehe jetzt da nicht jetzt groß die Möglichkeit, auf 4-3-3 umzustellen, sprich mit zwei Flügelstürmern und dann einem Zentrumstürmer. Sehe ich aktuell ehrlich gesagt nicht. Also diese Bayern-Herangehensweise sehe ich ehrlich gesagt aktuell nicht, oder? Genau, wobei es schon erstaunlich ist, dass die Fluktuation, die man halt in der Defensive sehen kann, also das finde ich mal brutal. Also ich habe es am Freitag wieder auch verfolgt, wie Pascal Stenzel da rotiert, ne? Also er rückt ja immer von rechts halt irgendwie dann nach innen in die Innenverteidigerposition und dann auch ein bisschen weiter nach vorne schon ins defensive Mittelfeld, also wie er seine Rechtsverteidigerposition ausfüllt, im Gegensatz zu Borna Sosa, der halt irgendwie so ein klassischer Linksverteidiger ist. Das ist schon ziemlich beeindruckend, aber vorne funktioniert das ja so nach meinem Gutachten irgendwie noch nicht, diese ständigen Positionswechsel. Also gerade gegen Aue in der ersten Halbzeit, da standen halt dann der Gonzales und der Klimowitz, die standen halt da vorne rum und warteten auf Bälle. Und diese ja ständigen Rotationen habe ich in der Offensive halt dann da doch so ein bisschen vermisst, die in der Defensive, wie gesagt, gut funktionieren, aber vorne noch nicht wirklich. Also das sah für mich jetzt wirklich so ein bisschen aus wie in der vergangenen Saison. Du hast es ja letzte Woche schon angesprochen, dass Stenzel häufig nach links sieht und daraufhin habe ich auf Spielverlagerung so ein bisschen rumgestöbert und bin auch schnell fündig geworden. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass Walter die linke Seite überlagern möchte und dann mit einem Pass oder auch mal mit einem langen Ball, mit einem Seitenwechsel versucht, dann über der rechten Seite gefährlich vors Tor zu kommen. Das ist wohl die Idee dahinter. Also das ist zumindest das, was Spielverlagerung erkennt. Genau, und muss man sagen, Pascal Stenzel irgendwie brutal beeindruckend, ne? Also nominell ja. Rechtsverteidiger, rückt dann bei Ballbesitz irgendwie zentral in die Innenverteidigerposition, rückt dann nach vorne irgendwie auf die Sechserposition, hat dann vorne teilweise noch richtig gute Torchancen, flankt, also dafür, dass er halt irgendwie ja als, ich weiß gar nicht, war er in Freiburg Stammspieler? Nee, aber er hat in Dortmund eigentlich auch schon so ähnlich gespielt oder noch offensiver, kann man fast schon sagen. Also genau, er kam jetzt nicht als etablierter Bundesligaspieler zum VfB, ist jetzt der einzige Rechtsverteidiger, den man hat, und der spielte halt ein Wahnsinnspensum, ne? Also komplett fehlerfrei, spielt halt gefühlt irgendwie 7 verschiedene Positionen, kommt dann noch zum Abschluss. Das hätte ich ehrlicherweise vor der Saison nicht erwartet von ihm. Also da ganz großen Respekt. Also ganz, ganz guter Neueinkauf und macht das brillant auf der rechten Seite. Ja, gehört auch zu den Spielern. Da hoffe ich so ein bisschen, dass Sven Mislintat oder Thomas Hitzesberger vielleicht irgendeine Kaufoption noch mit eingepflegt irgendwo, haben. Genau, in einer Geheimklausel, ja. Ja, ich hoffe, dass der vielleicht nicht direkt dann nach dem Jahr schon wieder zurückgeht nach Freiburg. Das Thema Trainerwechsel lasse ich natürlich außen vor. Wurde auch auf Twitter schon diskutiert, aber da diskutiere ich gar nicht drüber. Das ist völlig idiotisch. Und vielleicht noch eins, was ich auch gelesen habe. Man muss sich vielleicht überlegen, dass man noch andere Spieler verpflichtet. Siehst du das noch als Option, dass man sagt, man muss vielleicht im Mittelfeld noch irgendwie in der Zentrale nachbessern, weil viele unzufrieden sind mit Philipp Clement und auch Daniel Didavi in den letzten Spielen ja eher wieder in altbekannte Muster zurückgefallen ist und die gute Leistung aus den ersten beiden Spielen nicht bestätigen konnte? Also ich glaube, unser Fluch ist so ein bisschen der Spielplan, ne? Wir hatten mit dem Heimspiel gegen Hannover und dem Auswärtsspiel gegen Heidenheim zwei relativ große Brocken, aber auch zwei Mannschaften, die den Anspruch hatten, mitzuspielen. Und ich glaube, da hat sich der VfB halt dann so ein bisschen einfacher getan. Aber mir geht's genauso, ne? Gegen Hannover und auch gegen Heidenheim, da war Daniel Didavi richtig gut. Wir haben unseren Keeper gesehen, der diese riskanten Kurzpässe und Doppelpässe gespielt hat. Wir dachten irgendwie, hey, what the fuck, was macht der da? Halt, ne? Lass das, hau die Bälle lang raus. Und dann hatte man aber dann auch im Gegenzug halt Aktionen mit Doppelpässen und schnell gespielten Stafetten, wo man dachte irgendwie, wow, sowas habe ich im VfB echt schon jahrelang nicht mehr gesehen, aber das war halt gegen Gegner, die halt mitspielen wollten. Und dann kamen halt Rostock, St. Pauli und Aue und die wollten halt alle nicht mitspielen und da hat das halt nicht mehr so richtig funktioniert. Und deswegen ist jetzt die Tendenz so ein bisschen negativ, weil die ersten zwei Spieltage richtig, also nicht richtig gut aussah, aber es sah teilweise richtig gut aus.
Und jetzt in den letzten drei Spielen sah es halt auch teilweise nicht mehr gut aus. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen im Spielplan geschuldet. Aber ich glaube, du musst den Kader halt echt nicht nachbessern. Ne? Also wenn du jetzt siehst, du hast jetzt für kommenden Montag gegen Osnabrück für die zwei Positionen im Sturm. Halt, gegen Bochum. Was habe ich gesagt? Osnabrück, du warst Osnabrück, du warst schon. Ganz weiter. Gegen Bochum hast du halt 5 fitte Stürmer und du musst halt 2 auswählen. Und auch die Verletzungssorgen, die man durch Kaminski und Mangala hat, sind irgendwie auch schon völlig in den Hintergrund gerückt, jetzt wo ein Askasiba auf der Bank sitzt. Also der Kader ist, glaube ich, absolut ausreichend und eher so die Taktik, das Konzept und die Spielweise ist der entscheidende Faktor. Mangala ist ein gutes Thema, also da bin ich froh, wenn der wieder kann, weil er wäre für mich jetzt halt die Option schlechthin, um Karasor mal eine Pause zu geben. Also da sehe ich halt Askasiba nicht so sehr, aber Mangala wäre für mich ein Spieler, den würde ich da gerne regelmäßig sehen auf der 6. Karasor hat mich jetzt eigentlich nicht begeistert in den letzten Spielen und überhaupt in den Pflichtspielen ist er für mich bislang der Spieler, der am stärksten, ich will nicht sagen enttäuscht, aber was ich meine, ich habe mir halt mehr von ihm erhofft, vor allem wenn man so Tim Walter gehört hat, wie wichtig der Spieler für ihn ist, da dachte ich, okay, das wird halt schon eben dieses Metronom sein, von dem ja auch Phil Meisel mal gesprochen hat und davon ist er dann doch schon zu weit weg. Also Mangala auf der 6, da würde ich mich, glaube ich, ein bisschen wohler mitfühlen. Genau, also Atakan Karasor ist für mich auch so ein bisschen der Lackmustest, wie anpassungsfähig und willig Tim Walter ist, ne? Also, weil Karasor wurde jetzt wirklich geholt und kommuniziert als absoluter Wunschspieler von Tim Walter und das Metronom und der Balance-Spieler und muss man sagen, ja, er hat. Ja, vor allen Dingen war Wunschspieler von, das muss man sagen, von Missentat und Hitzesberger, bevor Walter auch, überhaupt ja, genau. hier Thema wurde. Also das war ja ein Spieler, auf den hat man auch oder hätte man auch gesetzt, wenn wir die Liga gehalten hätten. Genau, hat man geholt, bevor man den Trainer geholt hat und er ist halt der Wunschspieler von allen. Und jetzt stellt man halt nach 5 Spielen inklusive Pokal fest, okay, er braucht eine Pause oder er hat vielleicht irgendwie Anpassungsschwierigkeiten oder ist überfordert und er hat sicherlich das Potenzial, kann es aber aktuell noch nicht so abrufen. Und das ist für mich jetzt so ganz entscheidend zu sehen, sagt man jetzt, okay, wir geben ihm mal eine Pause oder wird halt die Personalie jetzt wirklich durchgeprügelt, was ich nicht gut fände. Und ich finde, da zeigt sich jetzt auch so ein bisschen die Flexibilität des neuen Anführungszeichen VfBs, also ob man in der Lage ist zu sagen, okay, wir haben ihn geholt als irgendwie ganz, 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 ganz wichtigen Spieler, aber er bringt's halt noch nicht so auf den Rasen und jetzt geben wir ihm mal die nötige Pause oder macht man das halt nicht? Ein Thema müssen wir natürlich auch noch ansprechen, das ist der Schiedsrichter, der Herr Zweier und natürlich auch der Video Assistant Referee Robert Kempter, die ja beide eine wichtige Rolle eingenommen haben im Spiel gegen Aue. Ich habe mir mal notiert und habe mir mal Notizen gemacht, welche Situationen von Zweier, ja, ich sag mal, diskutabel entschieden wurden. Das ging ja schon in der 8. Minute los, als ein Foul gegen Phillips gepfiffen wurde, das keins war. Da habe ich mir schon gedacht, okay, das wird interessant werden. Und dann war natürlich mehr oder weniger mit die Krönung des Spiels in der 32. Minute der nicht gegebene Elfmeter. Ich glaube, wir brauchen nicht lange darüber zu diskutieren, ob das jetzt ein Elfmeter war oder nicht. Ich denke mal, da sind wir beide der gleichen Meinung, so wie auch die meisten anderen, die diesen Podcast verfolgen. Genau, wobei ich muss da kurz einwerfen, ich habe in der Echtzeit habe ich gedacht, okay, weißt du, wie der Abwehrspieler hieß? Das war Risuto. Der Risuto und der Gonzales, die prallen halt zusammen, ne? Und beide, also Gonzales läuft Richtung Tor und Risuto läuft Richtung Außenlinie und die prallen halt zusammen. Da hätte ich dann vielleicht noch gesagt, okay, das kannst du irgendwie laufen lassen. Aber in der Zeit wurde ja klar, dass der Risuto halt vorher mit dem Fuß, mit dem rechten Fuß, glaube ich, rausgeht, Richtung Knie Gonzales und ihn halt definitiv trifft. Und Gonzales in dieser einzelnen Situation gar nichts macht. Das ist ein klarer Strafstoß. Und danach kommt es ja erst zum Zusammenprall von beiden, wo du sagen kannst, okay, der eine läuft rein, der andere läuft raus, die prallen zusammen, lass ich laufen. Und ich verstehe halt einfach nicht, um nochmal dem Unverständnis irgendwie aller VfB-Fans gerecht zu werden. Ich verstehe es halt absolut nicht, warum sich der Schiedsrichter das nicht nochmal anguckt. Ne? Er kann ja schlecht stehen, ihm kann die Sicht versperrt sein, aber warum haben wir den Videobeweis? Also da muss doch jemand sagen, hey Zweier, geh raus,
guckst dir an, ich bin unsicher, schaust dir selber an. Und wenn er dann halt sagt, okay, es war kein Elfmeter, muss man sagen, okay, dann ist er halt komplett blind. Aber er guckt sich's halt nicht mal an und das verstehe ich halt einfach nicht. Also das verstehe ich auch nicht nur in dem Spiel, sondern das ist mir in den letzten Spielen allgemein aufgefallen, dass die Schiedsrichter nicht mehr ganz so oft wie vielleicht noch in der Einführungssaison vor 2 Jahren und auch im letzten Jahr eben zum Monitor gegangen sind und die Situation nochmal angeschaut haben. Ich weiß nicht, ob genau, also auch jetzt mal um eine Liga höher zu gehen, auch bei Schalke gegen Bayern, ne, die zwei fragwürdigen Handspiele, du kannst die nicht einfach durchwinken, ne? Die muss man doch mal fragwürdig waren angucken, sie ja ne? nicht. Na eben, sie waren ja nicht mal fragwürdig, ne? Aber wie kann man das durchwinken, ohne sich das anzugucken? Ja. Also du kannst mir erzählen, dass der Videobeweis das Fußballspiel gerechter macht, aber er macht es halt einfach nicht besser, ne? Weil es ist einfach so viel. Bah. Ja, auch hier kann ich mir vorstellen, dass das wieder so eine Idee ist vom DFB, dass man sagt, okay, wir müssen die Situation schneller abschließen. Das Stadion wird unruhig, wenn zum einen lange gefunkt wird mit Köln und dann auch noch zum Monitor gerannt wird und da auch nochmal 2 Minuten auf dem Monitor gestarrt wird. Wir müssen das schneller über die Bühne bringen, könnte ich mir vorstellen. Und ich finde es prinzipiell auch gar nicht so blöd, dass man da jetzt nicht wegen jeder Szene rausgeht. Aber hier, also ja, aber zum einen ist es ja so, in dem Moment, wo du die Zeitlupe siehst, gibt es ja keine 2 Meinungen. Das ist ein Foul und damit eine grobe Fehlentscheidung. Das ist auch nicht eine Auslegungssache, sondern wenn du den Schlappen drüber hält, dann ist es halt einfach ein Elfmeter. Und in dem Moment muss Robert Kempter noch nicht mal sagen, du musst rausgehen und dir das nochmal angucken. Eigentlich muss er sagen, das ist ein klarer Elfmeter, den musst du pfeifen. Aber er muss mindestens dem Zweier die Möglichkeit geben oder ihm sagen, hey, ich würde das Ding pfeifen, schaust dir vorher nochmal an, aber ich würde den Elfmeter geben und Zweier müsste dann rausgehen und sich das anschauen. Und ich glaube auch, dass die kommuniziert haben. Das wird ja auch manchmal irgendwie so empfunden, wenn man es im Fernsehen sieht, dass die nicht miteinander kommunizieren, wenn der Zweier nicht an den Monitor geht. Aber die sprechen ja trotzdem miteinander. Und ich vermute einfach, dass der Kempter gesagt hat, ja, ist nicht ganz klar, beide gehen zum Ball, ähnlich wie du das jetzt beschrieben hast. Und er vielleicht gar nicht gesehen hat, dass der Risotto Nico González voll auf den Schlappen latscht. Also das ja, vermute aber, ich. Aber genau das fehlt mir in der Situation. Ich möchte genau wissen, ne? Also sagt der Zweier Abstoß. Und dann sagt der Kempter von draußen, du guckst dir nochmal an und der Zweier sagt, nee, brauche ich nicht. Oder sagt der Zweier von außen, klare Fehlentscheidung und der Zweier sagt, leck mich. Oder sagt der Kämpfer von außen gar nichts und dann läuft's weiter. Und genau diese Transparenz fehlt mir. Also exakt. Ich möchte wissen, weil das wissen wir ja bis heute nicht, hat der Videoschiedsrichter von außen, hat er sich gemeldet? Hat er sich nicht gemeldet? Wie hat er sich gemeldet und wie hat der Schiedsrichter reagiert? Und diese Transparenz, ich finde, die muss komplett gegeben sein. Und das weiß halt auch am Montag danach niemand. Also welches Signal gab es aus Köln? Gab es überhaupt ein Signal? Und das finde ich halt furchtbar halt, ne? Weil wenn das transparent wäre, dann wüsste man jetzt genau, okay, der Kempter hat es nicht gesehen, weil er halt vielleicht sein Pausenbrot gegessen hat. Oder er hat es gesehen, hat es dem Zweier gemeldet und hat gesagt, nö, du brauch ich nicht. Das fehlt mir halt irgendwie komplett diese Transparenz. Mit Zweier ging es dann weiter und fragwürdigen Entscheidungen. In der 57. Minute wird Didavi zentral vor dem Auer Tor gefoult, das war so 23 Meter vor dem Tor und Zweier lässt laufen. Auch hier kann man sagen, okay, es war eigentlich ein Foul, also ich habe mir das auch mehrfach angeschaut. Okay, lässt er laufen, kann ich vielleicht mit leben, wenn es davor eben nicht schon diese Elfmetersituation gegeben hätte. Und ich muss ja dazu sagen, 23 Meter, da ja, schreit halt förmlich nach Clement, der halt ein hervorragender Freistoßschütze ist. Und dann kam es zur 66. Minute, Sosa versucht gegen Fandrich einen Elfmeter zu schinden. Es gab da noch so einen leichten Kontakt, okay, es gibt diesen Platzverweis. Also ich kann kurz für mich sagen, es ist für mich eine Schwalbe, ja, und ich wäre froh, wenn solche Aktionen regelmäßig mit Gelb bestraft werden. Das, ja, absolut, ja. Das würde ich begrüßen. Mir geht das so auf die Nüsse. Auch nicht nur diese Schwalben, sondern überhaupt dieses Rumgewälze. Jetzt, weißt du, das sind alles Leute, die sich für die Kings schlecht hinhalten und vielleicht jetzt nicht in der zweiten Liga, aber in der ersten Liga da mega Kohle verdienen, in der zweiten Liga auch noch genügend Leute, aber sich da wegen jeder Kleinigkeit wirklich in einer Art und Weise da auf den Boden wälzen, das ist ja fast schon lächerlich. Ja, also das ist für mich nicht mehr akzeptabel und ich finde, hier sollte wirklich der DFB oder allgemein im Fußball sollte man hier klar gegen vorgehen. Alles, was jede Schwalbe muss eigentlich mit Gelb geahndet werden. Das ist für mich auch eine wirklich fast schon grobe Unsportlichkeit. So verhält man sich einfach nicht. Und ich finde es richtig,
dass Sosa hier die gelb-rote Karte bekommen hat. Was ich nicht richtig finde, ist, dass man auch hier wieder nicht eine Linie fährt, sondern es werden manchmal Schwalben mit Gelb bestraft und manchmal halt eben nicht. Und dann fällt es halt wieder auf, dass es Situationen gibt, ja, gerade bei den Bayern, Ribéry ist da immer ein gutes Beispiel, Arjen Robben, da fliegen die Leute also mehr durch den Strafraum, als dass sie den Ball am Fuß haben. Und es wird halt nie irgendwie eine gelbe Karte verteilt. Oder wenn, dann nur sehr, sehr selten. Und dann regt sich der Spieler noch wahnsinnig drüber auf, wo ich mir denke, okay, normal muss ich den gleich vom Platz stellen. Ja, er regt sich auch noch darüber auf, dass er gelb bekommt. Aber das passiert halt eben nicht. Und das ist das, was mich hier in dem Moment angekotzt hat. Wenn das keine klare Linie ist, dann muss ich als Schiedsrichter hier vielleicht auch ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen und sagen, okay, der Spieler hat schon gelb, 66. Minute, er versucht hier zwar einen Elfer zu schinden, aber es ist jetzt auch nicht, sagen wir, die krasseste Schwalbe, die man je gesehen hat, es ist kein Andi Möller oder so, muss ich vielleicht nicht gelb zeigen. Verwarne ich ihn, sage, hey, bei der nächsten Aktion, egal was es ist, fliegst du hier. Ich gebe dem Trainer die Möglichkeit, hier vielleicht nochmal einzuschreiten. Und das macht Zweier nicht und aus meiner Sicht ist das halt einfach eine ganz, ganz schlechte Spielführung, die er da an den Tag legt, die aber dem geschuldet ist, dass man halt diese Scheißschwalben nicht konsequent ahndet. Das muss man halt entschuldigenderweise mit dazu sagen. Aber insgesamt, ja, hätte sich Sosa diese Aktion wirklich sparen können. Völlig unnötig. Ja, absolut, gar keine Frage und auch gar keine Frage, dass Felix Zweier in Aue keine gute Partie abgeliefert hat, ne? Also sei es zugunsten oder zu Ungunsten des VfBs, also da gab es die eine Situation, wo, glaube ich, Stenzel seinen Gegenspieler mehr oder weniger Trikot und Hose irgendwie auszieht, irgendwie das klarste taktische Foul der Welt und dann wird danach irgendwie noch 3 Minuten weitergespielt, dann ist die erste Spielunterbrechung und er hat dann vielleicht, also zwei hat dann vielleicht vergessen, wer gefoult hat, dann gibt es keine gelbe Karte für Stenzel, also gut für uns, aber eine komplette Fehlentscheidung auch ja, die Nummer mit Didavi nach dem Spiel. Ja, er hat sich ja Didavi inzwischen geäußert. Er geht hin und will ansprechen, was da oder warum es keinen Elfmeter gab, beziehungsweise warum es gelb-rot gab für Sosa. Und der Zweier lacht so mehr oder weniger hämisch und zieht die gelbe Karte. Wo ich mir auch denke, hey Homeboy, das ist unser Kapitän. Ja, der ist nicht dafür bekannt, dass er ständig lautstark auf dem Platz jeden zusammenpfeift, sondern das ist eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, der ja im Fachkreisen offensichtlich ja als nicht lächelnder Mensch bezeichnet wird, also immer sehr introvertiert rüberkommt und einfach normalerweise nicht dafür bekannt ist, dass er da laute Töne schwingt. Und du bestrafst den Kapitän direkt mit einer gelben Karte, nachdem er nachfragt, warum es jetzt hier eben gelb-rot gibt für seinen Mitspieler und warum es keinen Elfmeter gibt. Also das ist halt auch eine Art und Weise, mit Spielern umzugehen, die ist zum Kotzen. Also das kann ich nicht anders sagen. Und was Zweier da abgeliefert hat, ja, allein das sollte eigentlich dazu führen, dass der Mann nicht mehr in der ersten und zweiten Liga pfeift. Und andere Dinge, die vor ein paar Jahren gelaufen sind, die hätten eigentlich dazu führen sollen, dass dieser Mann überhaupt nicht mehr für den DFB pfeift. Das ist für mich eigentlich ein Skandal, dass da ein Mann auf dem Platz steht, der offensichtlich Geld angenommen hat, um Spiele zu verpfeifen. Und ja, mehr oder weniger jetzt natürlich auch selber schuld ist ein Stück weit, dass man ständig auf solche komischen Gedanken kommt, wie viele in meiner Timeline zumindest am Freitag auch gekommen sind, dass hier nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist halt einfach, finde ich, kann sowas wie der DFB nicht hinnehmen, dass da so Leute für ihn pfeifen. Also, das will mich jetzt nicht wieder hier unnötigerweise in Rage reden oder so, aber wo sind wir denn? Da ist jemand, der nachweislich Kohle angenommen hat und Spiele verpfiffen hat und der steht jetzt da und pfeift hier Leute zusammen, gibt denen die gelbe Karte und soll hier die moralische Instanz des DFB vertreten oder was? Leck mich doch am Arsch. So jemand hat doch nichts mehr auf dem Platz zu suchen. Ja, vor allem, du verpfeifst halt dann irgendwie damals irgendwie absichtlich ein Spiel und nicht für ein Lamborghini oder ein Porsche, sondern für irgendwie fucking 300 Euro. Und so jemand wird dann halt vom DFB irgendwie hochgejazzt zum Schiedsrichter des Jahres. Und dass der dann halt unter Hohn und Spott der Fanszene leiden muss, das ist halt irgendwie dann ein selbstgemachtes Problem. Ne? Als ob es keine anderen halt auch, gäbe. Genau, und ich glaube halt auch nicht, dass er halt irgendwie absichtlich den VfB verpfeift. Ich glaube halt einfach, dass er einfach kein guter Schiedsrichter ist. Also, das ist halt meine Meinung und dass Tim Walter halt danach dem Spiel halt so ein bisschen ausrastet, ob der Schiedsrichterleistung ist dann halt auch legitim, weil heute hat's ja der Markus auf Twitter gepostet. Also wir hatten 4 Saisonspiele und die Noten unserer Schiedsrichter waren 3, 4, 5 und 5,5. Ne? Und da kannst du als Trainer halt auch schon mal ein bisschen ungemütlich werden. Ja, du sprichst die anschließende Pressekonferenz in Aue an, als Tim Walter hat einen Vergleich gezogen hat mit seiner Ehefrau, den ich jetzt
persönlich gar nicht so sehr einordnen möchte, wie andere das vielleicht tun wollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen guten Tweet zu dem Thema gelesen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wer den abgesetzt hat. Der Ich glaube, es war ich, oder? Das finde ich gut, den Optimismus. Also ich weiß, in dem Fall warst es nicht du, denn es war eine Frau und der Lennart von Rund um den Brustring hat den auch noch retweetet, die so ein bisschen erklärt hat, warum das schon in eine sexistische Richtung geht. Ich muss immer zu diesem Thema Sexismus sagen, weil ich mich selber schon mal mit dem Thema in die Nesseln gesetzt habe, dass es ganz, ganz schwer ist, manchmal zu verstehen, wo fängt Sexismus an, wo hört er auf. Ich denke mir halt in dem Moment, ich kann verstehen, dass es einfach so ein bisschen mit einem durchgeht in so einem Moment, aber erwarte natürlich auch von einem Bundesliga-Trainer in dem Moment einfach, dass er sich besser im Griff hat. So, mehr ist es für mich nicht. Also ich will da nicht mehr draus machen, als jetzt vielleicht der DFB meint, mehr draus machen zu müssen. Nichtsdestotrotz ist es ja jetzt eben Thema. Er muss sich zu dieser, oder der DFB fordert eine Stellungnahme von Tim Walter, so muss man es formulieren, der DFB-Kontrollausschuss, und man unterstellt ihm unsportliches Verhalten. Ja, ich weiß auch nicht. Also jetzt hat er sich damit einen Gefallen getan. Aber jetzt sag mal kurz, was Tim Walter gesagt hat. Ich will das ja gar nicht wiedergeben, ständig. Ja, das müssen wir der Chronistenpflicht wegen schon. Also man muss ja einführen. Er hat gesagt zunächst zum Thema VAR, dass man früher gesagt hätte, es wäre eine Tatsachenentscheidung und damit wäre die Nummer durch gewesen. So, das ist schon mal wichtig als Einleitung. So, und dann ging es halt darum, dass er meinte, er dachte, seine Frau pfeift, weil die in der Regel auch für die pfeift, die schöneren Trikots tragen. So, das ist die Aussage gewesen von Tim Walter. Und da finde ich halt vor allem problematisch, dass damit ja Tim Walter unsere Trikots disst, ne? Der sagt ja, die Aue-Trikots wären schöner als unsere. Und das ist der eigentliche Skandal. Eigentlich sagt er, dass Tim Walter, dass seine Frau die Trikots von Aue schöner findet. Nicht er! Er geht nur davon aus, dass seine Frau geschickt, vielleicht einen Fehler hat für Lila. Also vielleicht ist es jetzt auch noch doppelt sexistisch, weil zum einen natürlich diese Aussage und zum anderen, weil er unterstellt, dass eine Frau eher ein Lila-Trikot gut findet als ein weiß-rotes. Wie gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig zu beurteilen, wenn man sich nicht länger damit auseinandersetzt. Jedenfalls fällt es mir schwer, ja, und ich möchte hier auch nicht abschließend beurteilen, wie sexistisch jetzt seine Aussage war. Mir geht es ja auch mehr darum, dass sich ein Trainer in dem Moment vielleicht etwas anders ausdrücken sollte auf der Pressekonferenz. So. Genau, also ich glaube, auch wenn Tim Walter die Pressekonferenz nicht am Freitagabend geben würde, sondern jetzt am Montagmorgen, dann hätte er vielleicht seine Frau aus dem Spiel gelassen. Aber wenn seine Frau jetzt bekennende Fußballverweigerin ist, dann ist die Aussage völlig okay einfach halt. Ne? Also ich habe es heute auch kurz getwittert. Also wenn es bei uns zum Beispiel ums Basteln geht und die Kinder basteln irgendwas und das sieht irgendwie aus wie ein Unfall, dann sagt meine Frau ganz gerne, das hätte auch dein Vater machen können. Also weil ich also halt der Tweet war natürlich auch sehr gut. Sorry, den hatte ich jetzt kurz vergessen. Ich dachte, da ziehst du drauf ab, ne? Weil ich jetzt irgendwie als Bastel-Legastheniker bekannt bin. Und und wenn jetzt die Frau Walter halt als bekennende Fußballhasserin bekannt ist, dann ist die Aussage von Tim Walter natürlich auch nicht verwerflich. Aber natürlich weiß halt niemand den Kontext. Und insofern, ja, gehe ich davon aus, dass Tim Walter diese Aussage mit ein bisschen Abstand und ein bisschen kühlerem Blut vielleicht nicht so getätigt hätte. Aber ich tue mich auch wahnsinnig schwer, da so ein bisschen mehr rein zu interpretieren. Was es aber auch wohl noch gab, war ein kleines Scharmützel zwischen Hensel und Walter nach der Pressekonferenz. Also das habe ich in einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten nachlesen dürfen. Da stand, dass Walter nach der Pressekonferenz wütend von dannen zog und auch noch ein paar unschöne Worte in Richtung Hensel hinterließ. Also man fand dann dazu nichts Konkretes, aber es erinnerte mich so ein bisschen an die Nummer in Berlin gegen Union, als er ja auch, sagen wir, mit dem Trainer, mit einem Spieler und auch mit den Fans so ein bisschen aneinander geraten ist. Also es scheint irgendwie bei Tim Walter immer problematisch zu werden, wenn das Spiel nicht ganz so nach seiner oder so wie er das Spiel sieht, wenn es nicht ganz so nach seiner Meinung geht, alles. Genau, das hingegen finde ich halt völlig daneben, ne? Irgendwie dieses Mimimi, wenn sich halt irgendwelche Zweitliga-Teams hinten reinstellen, wenn der VfB kommt, ne? Also, da musst du sagen, also,
du fährst nach Aue, wie gesagt, irgendwie, da fährt halt der VfB Stuttgart mit Stuttgart irgendwie 500.000 Einwohner, fährt nach Aue mit 20.000 Einwohnern oder 17.000, wenn man den Teilort weglässt. Und die Auer stellen sich hinten rein und holen sich einen Punkt. Und dann stellst du dich als Cheftrainer vom VfB hin und machst irgendwie Mimimi, die haben sich hinten reingestellt. Ey, also das finde ich halt hochgradig peinlich einfach. Ne? Ja. Also man darf doch wirklich alles machen, was das Regelwerk hergibt, um sich irgendwie einen Punkt zu holen. Und wenn die sagen, hey, wir laufen mit 11 Innenverteidigern auf, dann ist es halt so. Und wenn du als Cheftrainer von dem Verein mit viel mehr Budget nicht in der Lage bist, ein Konzept zu entwickeln und ein Team auf den Platz zu stellen, das dagegen an kann und ein Tor zu erzielen, ja, dann darfst du dich auch nicht beschweren, dann bist doch halt du schuld und dein Team ist schuld, aber doch nicht der Gegner. Und das finde ich halt wirklich hochgradig peinlich. Also die Sache mit Zweier und seiner Frau grenzwertig, aber dieses wegen der Taktik der Gegner, da muss ich sagen, da komme ich nicht mit. Also wenn du es nicht schaffst, gegen Aue ein Tor zu erzielen, dann bist du selbst schuld und ist nicht der Gegner schuld. Und das wird uns die Saison noch ganz, ganz häufig passieren. Und ja, solange wir halt kein Spiel verlieren und ordentlich punkten, ist es kein Problem. Aber ich bin echt mal gespannt, wie sich das noch so entwickelt. Aber wie gesagt, also von dieser Kommunikationstaktik bin ich echt gar kein Freund. Abschließend zum Thema VfB Stuttgart beim FC, heißen die, glaube ich, Erzgebirge Aue. Vielleicht noch das Thema interne, externe Aufarbeitung. Das passt jetzt ganz gut. Du hast das vorhin schon ein paar Mal angesprochen. Es scheint ja jetzt so zu sein, dass nicht nur Tim Walter, sondern auch Sven Mislintat so den Fokus ein bisschen auf Schiedsrichter und Nebenkriegsschauplätze lenken wollen und gar nicht so sehr das kritisieren, was wir jetzt vielleicht kritisiert haben, nämlich die fehlende Risikobereitschaft, die schlechte Chancenverwertung. Und da hast du ja schon zu Recht gesagt, du hoffst, dass hinter verschlossenen Türen genau diese Punkte angesprochen werden und man nicht mehr oder weniger dann noch ins gleiche Horn bläst und sagt, ja, also da können wir jetzt echt nichts machen, wir haben alles reingeworfen und wenn uns da der Spieler genommen wird, Elfmeter nicht gepfiffen werden, dann könnt ihr euch oder können wir euch keinen Vorwurf machen, also der Mannschaft. Ist natürlich immer von außen schwer zu beurteilen, aber ich glaube schon, dass das hier eine Taktik ist von Tim Walter und auch von Sven Mislintat, dass man versucht, ja, einfach die Mannschaft so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Also man hat das ja bei Tim Walter häufig gehört, dass man großen Wert darauf legt, dass man eine Einheit ist, dass man zusammen wächst, dass man halt einfach wirklich ein richtiges Team wird und ist, bleibt, wie auch immer. Und ich glaube, da gehört das einfach dazu, dass der Trainer sich bedingungslos vor die Mannschaft stellt und alles andere intern aufgearbeitet wird. Und im Prinzip finde ich das sogar richtig, wenn es so ist. Ich hoffe das, ja. Ja, man kann es nur hoffen. Klar, man wird dazu nichts hören, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Tim Walter das nicht anspricht, was wir jetzt auch angesprochen haben. Also eben die Abschussschwäche und auch hier und da schlechte Bälle, zu wenig Bewegung, gerade in der Offensive, was einzelne Positionen angeht. Das wird ihm auch auffallen und er wird bei der Videoanalyse sicher nicht achtmal den Elfmeter einspielen von den Zettel geben müssen, sondern er wird natürlich... Genau, aber ich habe es nur gehört, ne, also Tim Walter sagt, ja, wir müssen einen von zwei Elfmeter bekommen und dann sagt Gonzalo Castro, ja, wenn wir einen von zwei Elfmetern bekommen, wo ich denke, hey, nee, ihr hättet einen bekommen müssen, den hundertprozentig, aber der zweite Elfmeter, meint ihr wirklich die Schwalbe von Borna Sosa? Das war in 1000 Jahren kein Elfmeter, das war halt eine komplette Schwalbe und da darf es halt keinen Elfmeter für geben und dann reden wir vielleicht noch kurz über die Chance von Erzgebirge Aue kurz vor Schluss, ne? Also wo ist die? Also und ich hoffe halt nur, dass halt die Kommunikation nach außen nicht die Sichtweise der Spieler verklärt, wie wir es halt in den letzten Spielzeiten oft genug gehabt haben. Ja, das hoffe ich auch, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also das wäre ja völlig naiv. Aber ja. Wir werden es, denke ich, mal sehen. Also das wird sich ja mal dann irgendwann auch widerspiegeln in Leistung. Ja, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass man da nicht die konkreten Fehler anspricht, dann wird sich relativ wenig tun und dann wird sich auch wenig verbessern. Und das glaube ich, das machen die nicht. Also die werden da schon ziemlich genau und auch, wie ich Tim Walter einschätze, lautstark über das Spiel diskutieren gegen Aue. Und ich vermute auch, dass ein Spieler wie Gonzalo Castro
ja auch vor der Presse da die richtigen Antworten gibt, wenn du verstehst, was ich meine, also im Sinne von Tim Walter. Und jetzt nee, nicht, und das ist ja ein guter Punkt, der heute in der sehr empfehlenswerten Folge vom Brustring Talk angesprochen wurde, dass man sich wirklich Mühe gibt, dass halt die Kommunikation nach außen wirklich in einer Linie ist, ne? Und nicht der eine sagt, das genau. war ein richtig gutes Spiel, nur das Ergebnis war schlecht, und der andere sagt dann, ja, das war ein Scheißspiel und das Ergebnis war glücklich, sondern dass man halt wirklich in einem Strang zieht, das hoffe ich, aber ich bin halt noch nicht so ganz überzeugt davon, weil ich halt ein gebranntes Kind davon bin, von Aussagen wie gegen Mainz muss man nicht gewinnen und die Saison beginnt halt erst jetzt und also muss man mal gucken. Also ich gebe zu, diese Aufarbeitung zum Aue-Spiel, die fiel mir heute enorm schwer, ja, weil eigentlich, ich bin schon so ein kleiner Datenfanatiker, die Daten eigentlich wirklich gut aussahen und man dann doch so unbefriedigt aus diesem Spiel rausgeht und man versuchte dann selber irgendwie Erklärungen zu finden und da reicht dann vielleicht mein Fußballhorizont nicht aus, um eben dann Antworten zu liefern. Deswegen habe ich mich heute so ein bisschen schwer getan mit der Analyse, aber es ist natürlich bei einem 0-0 immer so eine Sache, ja. Also da kann man natürlich jetzt viel rumlamentieren und sich Dinge ausdenken. Am Ende haben beide Mannschaften das Tor nicht getroffen und wir müssen jetzt hoffen, dass es gegen Bochum besser wird. Jetzt kommen wir aber zu einer Rubrik, Sebastian, die uns zumindest ein Lächeln auf das Gesicht zaubern wird, denn wir kommen zur STR-Mailbox 0711 für Stuttgart. Oh, jetzt hast du ja gesagt, das werde ich natürlich nochmal die Nummer vorlesen. 0711 für Stuttgart 25 28 89 18. Das ist die Nummer, die ihr jederzeit anrufen könnt und uns eine Botschaft hinterlassen könnt, egal zu welchem Thema, ob es jetzt Fragen sind, die ihr uns stellt oder ob ihr euch zu einem Spiel äußern wollt, zu einem Spieler, zu einer besonderen Causa, zum Transfermarkt, was es auch immer ist, völlig wurscht, Hauptsache es hat was mit dem VfB zu tun, deswegen speichert euch die Nummer am besten ab, 0711 für Stuttgart, 25 28 89 18. Und weil ein paar Leute nachgefragt haben, es heißt natürlich nicht 0711 für Stuttgart, sondern es heißt 0711 für Stuttgart, 25 28 89 18. So, letzte Woche haben wir sehr häufig aufgerufen, dass man diese Nummer bitte wählen sollte, und ich muss sagen, ihr seid dann diesem Aufruf auch nachgekommen. Ja, ich habe mir am Samstag diesen Anrufbeantworter angeschaut und gesehen, dass es ja 40 Minuten, jetzt sind sogar noch ein paar dazugekommen, an eingehende Anrufe gab und bin fast rückwärts vom Sofa gefallen, weil ich natürlich das Ganze dann auch so ein bisschen sichten muss, durchhören muss und dann ja einfach Material rausfiltern sollte. Und bei 40 Minuten, da gestaltete sich das etwas schwierig. Eigentlich deswegen, haben wir uns, deswegen hast du jetzt auch nach 60 Minuten Podcast zum allerersten Mal die Hotline-Nummer genannt, damit nicht mehr so viele Leute anrufen. Ich kann jetzt mal hier ganz offen sprechen. Diese Aufarbeitung, das waren für mich mit die schlechtesten 60 Minuten bei STR, die ich hier abgeliefert habe. Weil ich einfach, also grundsätzlich will ich ja Folgendes nur sagen. Er ist zum Kotzen, dass wir den Ball davon noch nicht reinkriegen und da 80% Ballbesitz haben, ständig die Bälle hin und her schieben und es keinen gibt, der einfach mal sagt, leck mir am Arsch, ich hau jetzt mal einfach hier drauf. So. Das ist eigentlich meine Analyse, die ich ziehe aus diesem Spiel. Und danach stellt sich der Trainer hin und versucht dem Schiedsrichter ja die Schuld in die Schuhe zu schieben, der mit Sicherheit auch Fehler gemacht hat, aber ohne Scheiß, auch wenn jetzt hier ein anderer Schiedsrichter auf dem Platz gestanden wäre, bin ich mir nicht sicher, ob wir als Sieger vom Platz gegangen wären. Also deswegen, vielleicht hätte man so verkürzen können und dann hätte man den Hörern die ersten 60 Minuten von mir zumindest ersparen können. Aber ersparen können. Ich gebe mir ja immer Mühe und dann kommt halt sowas dabei raus. So, aber jetzt kommen wir wirklich zur Mailbox und die zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Sebastian, das wollte ich doch nur sagen. Die war so toll, ihr habt so häufig angerufen. Es war mir eine Wonne, die 40 Minuten mehrfach durchzuhören. Ich habe immer wieder hin und her gespult. Eigentlich versuche ich immer, die Mailbox ja auf maximal 3 Minuten zu begrenzen. Es war diesmal einfach nicht möglich. Deswegen gibt's heute eine Doppelfolge Mailbox. So, leckt mich am Arsch und die läuft jetzt. Wolfgang Dietrich von der Quadrex Finance GmbH 2. Ich wollte an der Stelle mal darauf hinweisen, was für optimale, gute Rahmenbedingungen wir geschaffen haben. Dietrich raus! Ole, ole, VfB! Das allererste, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass meiner Meinung nach Holger Badstuber viel, viel, viel mehr Respekt verdient hätte. Vielleicht kann die DFR da mal drüber nachdenken. Hier ist der Dr. Alpman. Wir sind gerade auf der Fahrt nach Aue von Berlin aus. Hier ist Chris nochmal von der CKW aus Berlin. Ich schalte den Fernseher an. Erste, was ich höre, der Dahlmann ist der Kommentator. Ich habe das Ganze über Amazon Prime gehört, was
ich ziemlich empfehlenswert fand, also für alle, die keinen Bock auf Dahlmann haben oder so. Ja, hallo Ricky, hallo Sebastian, hier ist der Karl wieder aus der wunderschönen Großstadt, grünen Großstadt Birmingham, Herzen Englands. Im Großen und Ganzen ist das Spiel schon okay, was Walter aufzieht. Aber ich höre schon, wie die Leute brudeln. Geht genauso schlecht los wie gegen Pauli. Und Davi, der gegen Rost und gegen Pauli grauenhaft war. Der ist jetzt sogar Kapitän. Tja, das Spiel gegen Aue. Warum hat unser VfB jedes Wochenende so viel Pech mit diesen scheiß Schiedsrichtern? Kann so nicht weitergehen. Es ist echt eine Katastrophe, wenn man schon wieder sieht, was der Schiri dann macht. Naja, das war nichts, ne? Aber dafür Gelb-Rot zu geben, da lacht sich doch der Robbenhans und dieser Neymar-Locken da doch den Arsch ab. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Der Walter muss seine Taktik zukünftig ändern und wir müssen einfach noch offensiver und mutiger nach vorne spielen. Es werden sich in der zweiten Liga sämtliche Gegner da hinten reinstellen. Aber immerhin, wenn man mit nichts einen Auswärtspunkt holen kann, dann ist das schon viel besser als vor einem Jahr. Langsames Spiel, ideenloses Spiel, absolut grausig. Ja, das System Walter ist mit das Beste, was wir seit 2007 sehen. Das wird der beste VfB Stuttgart aller Zeiten. Man stelle sich mal vor, wie das vor einem Jahr gelaufen wäre mit einem Gegner, der sich hinten reinstellt. Dazu noch in Unterzahl. Das wäre nur ein ängstlicher Kick geworden. Kann dem Dahlmann jemand mal ein Tape um den Mund machen? Ich wollte euch nur kurz mitteilen, dass wir auch in Belgien froh sind, dass der VfB wieder richtigen Fußball spielen. Ja, grüß Gott, hier ist der Forrest. Ich stehe gerade auf der B10. In erster Linie rufe ich an der Mailbox nur an, weil ich mal gerne meine Stimme unter so smoothen Big Band Jazz geschnitten haben möchte. Ja, da ist nochmal der Wolfgang Dietrich. Das ist mal aus Venen abgestürzt. Moin aus Hamburg. Ich wollte nur sagen, Dietrich raus aus dem STR-Intro. Mamman Gituka, geiles Sau. Ohne Witz. Ich glaube, von dem werden wir noch viele, viele schöne Spiele sehen. Ich wollte euch nur sagen, dass der Herr Neuzugang mit dem mysteriösen Namen richtig ausgesprochen wird. Silas Wamangituka. Wamangituka. Also weder Wamangituka noch Wamangituka. Wamangituka. Wamang, das ist der französische Part. Und dann Gituka, so deutsch-französische Brite. Wamangituka. Silas Wamangituka. Und schneidet meine erste Nachricht bitte einfach raus. Mich freut mega für die Jungs und auch für Tim Walter und Hitz und Mislintat. Aber ich bin trotzdem irgendwie noch so stark gebremst in der Euphorie, weil man halt nie weiß, wie sich doch entwickelt. Ja, hallo, lieber Ricky, lieber Sebastian, hier ist Christian. Ich wollte euch nur mal kurz mitteilen, dass ihr die Folgen gar nicht unter 2 Stunden halten müsst. Ein Hinweis zu eurem Startelf-Tipp. Ich meine, dass ihr euch da verzählt habt, wenn ich mich nicht irre. Wäre auch mal cool, wenn ihr vielleicht mal in der nächsten Ausgabe den Zwischenstand mal bekannt geben könntet, wer wie oft richtig lag. Ja, außerdem Gresi, mein Bruder Ralf, der heute seinen Führerschein zurückbekommt. Ich möchte auch noch an meinen Freund Dave at DVDGTT nochmal Hallo sagen. Die Tanzkapelle Copacabana. Ich höre schon auf Twitter, dass er einen irrationalen Hass auf mich entwickelt hat. Die Fetzcats vom Finanzamt Ludwigsburg. Ricky, wenn du mich fragst, wer Meister wird, dann sag ich zu dir. Das wäre nur die Farbe, sein Billion. Ich kann mir ein Leben ohne VfB gar nicht vorstellen. Ich stehe auch darauf, wenn es vor allem, wenn ihr beide sehr, sehr emotional werdet. Aber nur rein platonische Liebe ist es. Ja, der KSC ist immer noch scheiße. Einfach 3, 4, 5 Minuten lang irgendwelche Anrufe hintereinander abspielen zu lassen, finde ich persönlich nicht perfekt. Ich könnte kotzen. Unfassbar. Ich habe sehr gelacht. In diesem Sinne, viele Grüße aus Belgien und noch einen schönen Abend. Tschüss. So, das war sie wieder, die Mailbox für diese Woche. Also, ich muss mich nochmal bedanken für diese zahlreichen Anrufe. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Und wenn ihr euch auch mal hier bei der Mailbox hören wollt, 0711 für Stuttgart 25 28 8918. Ich muss noch einschränkend dazu sagen, also ich mache den Schnitt Sonntagvormittag, das heißt, alles, was danach kommt,
schwierig, das dann noch mit in die Podcast-Folge zu packen. Also seid mir nicht böse, wenn ihr zum Beispiel erst Montagvormittag anruft, dass ihr dann nicht in der aktuellen Folge zu hören seid. Es ist einfach zeitlich für mich nicht machbar. Und dann noch eine Bitte. Es ist zwar möglich, längere Nachrichten auf diese Mailbox zu sprechen, aber alles, was so über 2-3 Minuten hinausgeht, ist dann auch relativ schwierig zu bearbeiten, weil das ist dann fast schon ein Podcast für sich. Und ja, da sind natürlich enorm viel gute Aussagen mit dabei, aber wenn ich die dann alle komplett auch noch mit berücksichtige, dann hört man den Butze und mich gar nicht mehr, sondern nur noch die Mailbox, was vielleicht auch nicht das Schlechteste wäre. Aber ja, also schaut, dass ihr vielleicht eure Mailbox-Ansagen auf 2-3 Minuten maximal begrenzt, umso kürzer, umso besser. So, Sebastian, da sind wir wieder aus der Mailbox rausgehört. Ja, ich bin sozusagen total gerührt, ne? Wir haben irgendwie jetzt Nachrichten aus Berlin, aus Belgien, aus England, aus Heidelberg, aus Köln, aus Hamburg. Total gut. Aber weißt du, was noch komplett fehlt? Nein. Wir haben nur Kerle auf der Mailbox. Das ist richtig, ja, merkwürdig. Ja? Vielleicht haben wir keine Hörerinnen. Obwohl, es gibt das wäre meine Frage. Also haben wir wirklich 100% männliche Hörerschaft? Also ich würde mich total freuen, wenn wir in der nächsten Woche dann zum Bochum-Spiel vielleicht mal eine weibliche Stimme auf der Mailbox hätten. Also, weil ich glaube, wir können ja nicht 100% männliche Hörer haben. Also das sind vielleicht 90% oder so. Aber das sind ja vielleicht wirklich noch ein paar Damen dabei. Und ich würde mich total freuen, wenn mal eine Dame anrufen würde. Also spontan fallen mir 5 Frauen ein, die hier zuhören. Vielleicht sogar 6, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und wenn eine davon die Mailbox anwählen würde, das wäre schön. 0711 für Stuttgart, 25 28 8 918. Und wir reden natürlich auch wieder so ein bisschen über das, was ihr uns an Input geliefert habt und klären vielleicht auch ein bisschen auf. Wir freuen uns natürlich, dass Wolfgang Dietrich angerufen hat. Vielen Dank dafür. Also solltet ihr irgendwelche berühmten Spieler kennen oder so, drückt ihnen einfach die Nummern da in die Hand oder am besten euer Handy und ja, könnt ja gerne Grüße hinterlassen, da freuen wir uns immer. Dann, absolut, ich würde auch gerne über die Fetzcats vom Finanzamt Ludwigsburg noch ein bisschen mehr wissen. Also das fand ich ganz großartig. Dass die vielleicht mal anrufen. Das ja, absolut. Das wäre schön. Dann gab es die Anmerkung, dass wir das Intro verändern sollten und man Wolfgang Dietrich nicht mehr zu Beginn jeder STR-Ausgabe hören sollte. Und da liegt ein Irrtum vor, lieber Sebastian. Vielleicht kannst du mal aufklären, wen man da zu Beginn des oder jeder STR-Folge hört. Ja, absolut. Und ich muss aber gestehen, als du mir zum allerersten Mal das VfB-STR-Intro geschickt hast, dachte ich, jetzt hat er da den Dietrich reingeschnitten. Und dann habe ich es mir angehört und habe dich auch gefragt. Und dann kam raus, es ist nicht Wolfgang Dietrich, es ist Meier Vorfelder. Gerhard Meier Vorfelder in seinen jungen Jahren hat das gesagt. Weißt du, in welchem Zusammenhang war es eine... Ja, das war auch so eine heiße Nacht, als er, glaube ich... Lass es mich nicht durcheinander bringen. Entweder als er Präsident werden wollte oder als es Bestrebungen gab, ihn relativ frisch im Amt wieder aus selbigen zu verdrängen. Also so richtig kriege ich das nicht mehr zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es war für mich immer so eine Aussage, die mit Meier Vorfelder einhergeht. Also ich konnte mich daran erinnern, habe danach dann auf YouTube gesucht, habe die auch gefunden und wollte die unbedingt drin haben. Was auch daran lag, dass Meier Vorfelder für mich halt so das Gesicht des VfB war. Also ich bin VfB-Fan geworden, als Meier Vorfelder halt einfach diesen Verein mitgeprägt hat. Und man kann ja politisch von ihm halten, was man möchte. Auch menschlich hat er vielleicht den ein oder anderen Lapsus drin gehabt. Wer nicht, frage ich an dieser Stelle. Aber ich fand halt seine Liebe dem Verein gegenüber so authentisch, dass er für mich auch mehr als nur ein Gesicht einer bestimmten Epoche war, sondern bis heute für den VfB an sich steht. Also es ist halt einfach jemand gewesen, der viel angestoßen hat, der für diesen Verein wirklich gelebt hat. Und ja, ich wäre froh, wir hätten heute noch so mitreisende Präsidenten. Ja, man kann, wie gesagt, darüber geteilter Meinung sein, aber für mich ist es halt eine ganz, ganz prägende Figur. Auch für die erfolgreichen Zeiten 92, 97, auch ein Stück weit natürlich dann auch mit 2007, auch wenn er da schon nicht mehr Präsident war. Aber ich wollte ihn halt einfach mit im Intro haben. Das war mir halt wichtig. So. Genau, und wie sagt man so schön, wir packen den Link in die Shownotes und dann kann man sich Gerhard Meier Vorfelder mit wallenden Haupthaar auch nochmal angucken, wie er die Aussage tätigt, die im Intro zu hören ist. Und es ist nämlich nicht ein Wolfgang Dietrich, wobei ich halt gestehen muss, sie klingen relativ ähnlich so vom Sprachduktus her. Ja.
Aber ich würde natürlich nie im Leben Wolfgang Dietrich ins STR-Intro lassen. Also das kann ich hier nochmal festhalten. Genau, wenn ihr Wolfgang Dietrich hören wollt, dann STR-Mailbox, da ist er, glaube ich, regelmäßig zu Gast. Ja, stimmt, das könnte sich jetzt als neue Rubrik hier einpendeln. Wen grüßt Wolfgang bei der nächsten Mailbox? Mal gucken. Ja, dann natürlich auch vielen Dank an Chris von der Cannstatter Kurve Berlin, vom offiziellen Fanclub dort in Berlin. Da kann man vielleicht auch nochmal drauf hinweisen für den einen oder anderen, der in Berlin jetzt momentan ist und diesen Podcast hört. Es gibt da das Rössle, das ist mehr oder weniger so die Vereinskneipe des CKB. Schaut mal vorbei auf ckb08.de. Das Ganze, also das Rössle, findet ihr in Berlin-Neukölln. Guckt mal vorbei. Die haben uns angerufen, als sie von Berlin auf dem Weg nach Aue waren. Und das ist natürlich auch cool, wenn ihr irgendwie gerade zum Stadion fahrt, wenn ihr im Stadion seid oder natürlich auch nach dem Spiel, könnt ihr uns gerne auch Nachrichten auf die Mailbox sprechen. Ich freue mich oder würde mich sehr freuen, wenn mal jemand aus dem Blog direkt anrufen würde und man hört schön Atmo. Das wäre nicht schlecht für so einen Podcast. Ich glaube, das kann ganz cool werden. Also solltet ihr am Montag dann gegen Bochum in der Cannstatter Kurve mittendrin stehen, dann haltet doch mal euer Telefon, weiß nicht, einfach in den Blog. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee für die nächste Mailbox. Dann geht's weiter mit der Anregung von Christian, der meinte, die Folgen müssen nicht zwingend kürzer als 2 Stunden sein. Wir können gerne länger als 2 Stunden machen. Es ist nicht so, dass wir uns vornehmen, unter 2 Stunden zu kommen. Also eigentlich schon so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann völlig durchdrehen, wenn wir merken, oh Gott, wir senden schon 2 Stunden. Sondern es ist eher so, dass man immer die Befürchtung hat, man langweilt euch ein Stück weit, beziehungsweise es ist halt einfach insgesamt zu lang und die Leute sitzen dann, weiß jetzt nicht, ob man irgendwo vorm Empfangsgerät direkt sitzt oder ob man dann eher in der Bahn sitzt und sich denkt, oh Leute, jetzt kommt doch mal zum Punkt oder besprecht doch mal was anderes. Und ich glaube, daher kommt unsere Befürchtung, dass wir nicht unbedingt über 2 Stunden senden sollten, oder Sebastian? Ja, absolut. Vor allem, wenn das vergangene Spiel dann irgendwie 0-0 ausging, fragen wir uns schon, ob man da irgendwie so episch lange drüber reden muss. Wobei es auch da ja wieder relativ viel drüber zu diskutieren gab. Die 2 Stunden sind keine feste Marke. Also wir halten uns so kurz wie möglich und machen das so lang wie nötig. Wir ziehen es nicht unnötig in die Länge. Wenn ihr wüsstet, was wir schon alles haben. Nee, Quatsch, wenn ihr wüsstet, was ich sonst noch alles ansprechen wollte beim Thema Aue, genau. Ja, würdet ihr die Hände. Was wir noch so für Themen in petto haben, ja. So, dann gab es die Äußerung eines Anrufers, der meinte, dass ich muss anders rangehen. Er meinte, dass es wenig Sinn macht, die Mailbox so zu betreiben, wie wir das jetzt machen, sprich ein Mitschnitt 3 bis 5 Minuten, wo man einfach nur die Leute reden hört. Er regt an, dass ein Anrufer eine These aufstellt und eine Frage hinterlässt und wir anschließend darüber sprechen. Das möchte ich auch noch ganz kurz aufklären. Also wenn ihr uns auf diese Mailbox sprecht und wir danach was halbwegs Vernünftiges draus basteln, so wie vorhin gehört, dann ist es nicht so, dass wir eure Nachricht an sich nicht ernst nehmen oder nicht besprechen. Ganz im Gegenteil, wenn ihr da Fragen stellt, wenn ihr Themen aufbringt, dann notiere ich mir die immer und wir sprechen dann nach der Mailbox darüber, so wie es auch heute der Fall ist. Also das heißt, nur weil es jetzt vielleicht im Mailbox-Mitschnitt dann nicht so detailliert zur Sprache kommt, kann es dann trotzdem sein, dass wir anschließend ausführlich darüber sprechen. Also nutzt diese Mailbox auch, um Fragen zu stellen oder einfach ja eure Thesen mitzuteilen und wir werden sie dann auch würdig anschließend besprechen. So. Dann, Sebastian, kommen wir zu einem sehr heiklen Thema, und zwar dem Startelf-Tipp. Denn da hieß es, oha, dass ich mich, beziehungsweise wir uns verzählt haben. Weiß jetzt nicht genau, um was es da ging. Ich glaube, es ging es um die Gesamtpunktzahl, die wir verteilt haben, oder ging es um die Spieleranzahl? Nee, ich glaube eher, dass wir zu wenig oder zu viele Spieler aufgestellt haben, oder? Also ich habe mir das alles nochmal angeschaut und auch angehört. Dank Kapitelmarken ist das ja möglich und muss sagen, wir sind da absolut im Soll. Das ist alles richtig von uns wiedergegeben. Okay, also notariell beglaubigt, 11 Spieler auf dem Feld. Okay. Ja. Absolut, und es wurde ein Zwischenstand gefordert. Der sieht, Stand 4. Spieltag wie folgt aus. Sebastian hat, wie soll man das jetzt sagen, 34 Spieler richtig getippt von 44 Möglichkeiten. Ist das so verständlich? Okay. Also es gab halt 11, brauche ich ja nicht erklären, wie viele Spieler man pro Spieltag aufstellen kann. Mein Gott, da merkt man schon unser Problem, warum es immer ein bisschen länger wird. So. Und ich
habe 39 Mal die richtigen Spieler ausgewählt von 44 Möglichkeiten. Also führe ich in der Gesamtwertung, aber ja, da liegen ja nur 5 Spieler dazwischen. Da kann sich noch einiges tun. Genau, die Saison ist noch lang und gegen Aue muss man auch nicht unbedingt 3 Punkte holen. Und alle Spieler richtig tippen. Das ist richtig. So, und was die Spieltage an sich angeht, war es so, dass ich jetzt 3-mal den Sebastian schlagen konnte und einmal gab es einen Unentschieden. So, das ist der aktuelle Zwischenstand. Mal gucken, wie das weitergeht. Ja, aber es war ja noch nicht so richtig spannend, ne? Ich meine, jetzt so mit so Wackelkandidaten wie Kempf und Gomez und so, jetzt wird's halt richtig spannend. Jetzt stellt sich der echte Experte raus. Da muss ich natürlich nochmal eingreifen hier. Es war natürlich schon von mir also sehr gewagt, da Klimowitz und Clement in die Startelf zu stellen und dann recht zu behalten. Das war schon schade. Ja, weil sich Gomez dann nicht fit gemeldet hat. Also, du hast schon recht. So, dann, was natürlich auch ein Thema war in der Mailbox, Zweier und Dahlmann, die so ein bisschen bei den VfB-Fans in Ungnade gefallen sind. Da fand ich den Hinweis eines Anrufers nicht schlecht, dass man natürlich auch als Amazon Prime-Kunde, den Sky-Kommentar ausstellen kann und einfach, ja, Amazon Prime, weiß nicht, wie das heißt, Bundesliga-Radio dazuschalten kann. Also das Bild kommt von Sky, der Ton von Amazon Prime. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich weiß nicht, wie gut die Kommentatoren sind, aber ein Hörer war sehr angetan und machte den Vorschlag. Das können wir, denke ich, mal so stehen lassen, oder? Ja, ich meine, das ist ja so ein Lifehack seit 1980 irgendwie. Ach so, ne? Also, so lange schon, ja. Ja, Fernsehbild und Radiokommentar. Also, weil der Radiokommentar ist halt in der Regel besser als der Fernsehkommentar. Und das Bild holst du von woanders. Dahlmann, also muss man mögen, also die meisten mögen es nicht. Er macht das schon relativ lange und er macht es halt relativ lange, relativ ähnlich und Der schönste Kommentar ist für mich immer noch der Stadionkommentar. Also ich brauche wirklich niemanden. Ich finde es am besten ohne irgendwelches Gesabbel. So, dann natürlich auch ein Thema, die gelb-rote Karte, Borna Sosa, total überzogen. Es wurde darüber gesprochen, dass der Elfer nicht gegeben wurde. Das braucht man, denke ich, nicht nochmal alles komplett aufzudröseln. Das haben wir eigentlich alles besprochen. Natürlich auch, die Thesen, es muss mehr kommen, Walter muss die Taktik ändern und Positionen, also Spieler in Frage stellen. Da können wir vielleicht nochmal ganz kurz einhaken. Siehst du das als Gefahr, dass Tim Walter sich ja auch in öffentlichen Äußerungen so sehr auf Positionen festlegt, dass er fast schon, jetzt übertreibe ich vielleicht auch ein bisschen, das Gesicht verliert, wenn er jetzt Karasor mal draußen lassen würde. Weil er legt sich halt so konkret fest und schwört auf diesen Spieler, dass man eine Nichtberücksichtigung in der Startelf von Atakan Karasor ja schon auch so ein bisschen als Niederlage von Tim Walter dann interpretieren könnte. Na, ich sehe schon die Gefahr, dass Walter ihn als seinen Zielspieler oder Wunschspieler definiert hat und dass die Presse halt auch gleich drauf angesprungen ist mit Balance-Spieler, Metronom-Spieler, XY-Spieler. Und natürlich, wenn er ihn jetzt halt nicht bringt, verliert er halt so ein Stück weit sein Gesicht. Und da muss man jetzt, das finde ich, ist ja wie gesagt, Karasor ist so ein Gradmesser, wie flexibel ist Tim Walter als Trainer vom VfB Stuttgart? Ist er in der Lage, Atakan Karasor auch mal zu Anfang auf die Bank zu setzen und jemand anders zu bringen, oder kriegt er das nicht hin? Und wenn er es nicht hinbekommt, ist es so lange okay, wie der VfB punktet, aber wenn es dann halt mal Niederlagen setzt und Atakan Karasor nicht gut spielt und Tim Walter ihn nicht auf die Bank setzt, dann wird es ein Problem. Und das ist so, so für mich ganz persönlich so mein Gradmesser, wie flexibel ist Tim Walter in seinem System, in seinen Personalentscheidungen, wenn es mal nicht gut läuft. Und und das werden wir sehen. Also es sind noch viele Spiele zu spielen und wir werden sicherlich noch das eine oder andere verlieren. Und dann gucken wir mal, wie das dann vorangeht. Eine weitere Aussage war, das Spiel ist zu langsam, zu ideenlos, es gibt keinen Plan nach vorne, das Spiel von Walter ist zu zentrumslastig und es fehlt der Mut, den Walter immer ankündigt. Also da könnte man sagen, Stuttgart ist was anderes als Kiel. Ich glaube, das hat auch ein Anrufer gesagt. Also ich sehe jetzt nicht jeden Punkt als zutreffend. Ja, also zu langsam muss man wieder unterscheiden. Ist die Ballgeschwindigkeit zu langsam, das Balltempo, wie man so schön sagt? Oder sind die Spieler zu langsam oder zu
ja, einfach zu lauffaul, aber da sprechen ja auch diverse Laufwerte dagegen. Also es ist jetzt nicht so, dass man zu wenig läuft. Vielleicht war das gegen Aue nochmal ein bisschen anders. Allerdings stand der Gegner da auch so tief, dass es ja gar nicht so viele Möglichkeiten gab, hin und her zu laufen. Also die können ja nicht anfangen, dann plötzlich einfach mal nur um Kilometer auf die Uhr zu bekommen, von hinten nach vorne zu laufen oder sowas in der Art. Also weiß ich nicht, ob man da jetzt unbedingt Aue als Wert heranziehen darf. Das war schon ein besonderes Spiel. Aber das Thema Mut, Sebastian, hast du ja vorhin auch schon angesprochen, Walter spricht häufig davon, dass die Spieler Mut haben sollen, dass man sich was zutrauen soll. Und so sah es ja auch in vielen Testspielen zu Beginn aus, aber das nahm nach und nach ab. Also du hast ja vorhin schon dazu was gesagt, aber vielleicht kannst du es ganz kurz nochmal aufgreifen. Also man hat schon das Gefühl, dass aus irgendeinem Grund die Mannschaft mit Erfolg eigentlich nicht sicherer geworden ist und mutiger, sondern eigentlich wirkt es fast so, als ob man sich weniger zutraut von Spiel zu Spiel. Genau, das ist mein Ding. Ne? Also jetzt stell dir mal vor, du hättest gegen Hannover verloren, gegen Heidenheim unentschieden gespielt und jetzt hättest du irgendwie 2 Spiele gewonnen oder so. Aber nee, du hast halt gegen Hannover ja eigentlich genau die Leistung gebracht, die du dir von einem Walter VfB erwartest. Irgendwie risikoreich, der Keeper spielt viele kurze Pässe, Doppelpässe, also irgendwie alles relativ riskant und dann baust du auf und hast viele Chancen. Und ich erinnere mich noch dran, am ersten Spieltag gegen Hannover, wir saßen ja im Stadion und dann war der VfB auf einmal mit 4, 5 Spielern im Hannoveraner Strafraum und wir dachten, hey, schließ ab und dem nochmal abgespielt und dann hast du, oh Gott, mach das Ding. Und sie haben es halt nicht gemacht. Und dann gegen Heidenheim war es in der ersten Hälfte 30 Minuten lang dasselbe. Dann wurde es weniger und danach wurde es gegen Rostock, St. Pauli und jetzt gegen Aue auch immer weniger. Deswegen ist so, the trend is derzeit not your friend. Also es geht irgendwie schlechter anstatt besser. Und das irritiert mich so ein bisschen, weil gegen Hannover hat man gedacht, okay, es ist irgendwie hochrisikoreich, aber nach vorne hin ist es echt, echt geil, wenn es funktioniert. Ja, und jetzt so gegen St. Pauli und Aue war das halt nicht mehr der Fall. Und so der Trend macht mir halt ein bisschen Sorge. So vom Grundkonzept bin ich nach wie vor überzeugt. Aber wie gesagt, die Entwicklung ist dann so ein bisschen besorgniserregend. Weitere Themen war Santiago Ascasiba und seine neue Rolle. Auch hier der Tenor, er ist kein Achter. Und weil das setzt ihn falsch ein, da haben wir schon drüber gesprochen, werden wir vielleicht nachher auch noch kurz im Startelf-Tipp drüber sprechen, deswegen lasse ich das mal so weit offen. Dann war die Davis-Leistung ein Thema, vor allem gegen Rostock, Pauli und jetzt gegen Aue. Ja, auch da kann man im Endeffekt sagen, gut, Daniel Didavi passt sich da seinen Mannschaftskollegen an. Ich finde, er fällt jetzt nicht sonderlich ab im Vergleich zu seinen Kollegen, sondern es ist allgemein von allen Spielern immer ein bisschen zu wenig. Also die dürften alle gerne eine Schippe drauflegen und ich. Ja, aber klar, aber dann erinnere ich an den Didavi, der halt irgendwie an der Außenlinie einen Seitfallzieher macht gegen Hannover. Ja. Und jetzt hast du halt einen Didavi, der halt relativ blass bleibt. Und das ist halt echt so ein Synonym für die ganze Mannschaft einfach. Also das stimmt schon, ja. Also Didavi, da erwarte ich mir irgendwie schon noch mehr Gefahr von ihm als die er aktuell ausstrahlt und vor allem auch im Spiel gegen Aue. Also das war für mich bislang das schwächste Spiel von Daniel Didavi in der Saison. Also das fand ich schlechter als der Auftritt gegen Rostock. Gegen Pauli fand ich es gar nicht so schlecht, wie es gemacht wurde, aber Aue fand ich jetzt schon schwach. Der Karl aus Birmingham hat wieder angerufen, da freuen wir uns natürlich immer sehr und hat natürlich auch wieder... Ich freue mich jedes Mal, wenn Karl aus Birmingham anruft, weil ich finde seinen Akzent halt so, so nett und Karl, bitte ruf jede Woche an, ich höre mir das mehrmals an, ich finde das so toll und ich finde es halt auch total schön, wie positiv du bist. Und genau. Und ich habe jetzt wirklich im Hinterkopf, es ist alles so viel, viel besser als letzte Saison und du hast recht und es ist halt viel, viel besser als letzte Saison. Und bitte jede Woche anrufen. Also der Optimismus von Karl und die positive Sichtweise der Dinge gefällt mir auch sehr gut. Und dann merkt man vielleicht doch, dass wir hier irgendwie im Kessel doch irgendwie so eine Art schwieriges Umfeld sind. sind wir nicht. Also wir sind genau das richtige Korrektiv. Finde ich zumindest. Also man darf mit einem 0-0 in Aue vielleicht zufrieden sein, ja. Aber man darf anschließend nicht sagen, es war eine überragende Leistung. Nee, weil wenn du als VfB Stuttgart in Aue 0-0 spielst, dann war es keine überragende Leistung. Das muss man halt einfach so festhalten. Also wenn man, ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen, ich habe es ja vorhin schon erklärt, aber wenn ich jetzt nur die Daten nehme, die ich gesehen habe, ohne das Ergebnis,
dann deuten die auf eine überragende Leistung hin. Vielleicht hat der Mislintat einfach seine Software da durchgepflügt und gedacht, Mensch, es war ja eine überragende Leistung. Außer ja, das Ergebnis. Hat das Spiel gar nicht gesehen, ja, genau. Keine ja. Ahnung, wie er darauf kam, aber ich gebe dir recht. Und wie gesagt, ne, aber diese Test-Röd-Chance halt in der 87. Wenn du halt mit dem Ding rausgehst und verlierst halt 0-1, dann darfst du halt nicht beschweren und dann war es halt keine überragende Leistung. Und ich denke, dieses Selbstverständnis sollte man auch in der Mercedes-Straße haben. Es war nicht überragend. Nee, überragend war es sicher nicht. Nein. Es gibt auch noch offensichtlich einen kleinen Zwist zwischen Karl und dem von uns ebenfalls geschätzten Dave, die sich nicht nur auf Twitter, sondern inzwischen auch auf unserer Mailbox duellieren. Ich bin mal gespannt, ob der Dave auch noch anruft. Ich habe jetzt in Erfahrung bringen können, Dave ist Arsenal-Fan, für den war natürlich dieses Wochenende auch nicht so von Erfolg gekrönt. Ich habe mir das da angeguckt gegen Liverpool und lieber Dave, da muss ich sagen, Arsenal hat noch eine Menge Arbeit vor sich. Also da fühle ich mich hier mit dem VfB deutlich besser aufgehoben, um hier nochmal Salz in die Wunde zu streuen. So, dann hat der Rafa aus Heidelberg angerufen. Da muss ich dazu sagen, da gab es ab und zu mal ein paar Netzaussetzer, deswegen kam nicht alles rüber, aber im Großen und Ganzen freut er sich über Mislintat, Walter und Hitzesberger, so geht's uns ja allen. Aber er kennt den VfB und ist deswegen irgendwie immer noch gebremst in seiner Euphorie. Das habe ich dich, glaube ich, noch gar nicht gefragt, seitdem wir zusammen sind oder seitdem halt eben diese drei jetzt aktiv sind. Aber wie ist denn das bei dir? Traust du dem Frieden auch nicht so ganz? Also man merkt das schon irgendwie, also zumindest auch bei mir merke ich das, dass man fast schon ein bisschen stolz ist auf die drei Jungs. Was heißt fast? Man ist stolz auf die drei Jungs, aber irgendwie hat man das Gefühl, da muss nochmal irgendwas gründlich schiefgehen. Das ist einfach der VfB, das kann nicht zum großen Erfolg führen. Irgendwann passiert da was. Also ich finde es total cool, was da gerade entsteht, aber wenn du mich jetzt zwingen würdest, ein Monatsgehalt drauf zu wetten, ob Tim Walter am Monatsende noch, am Saisonende noch Trainer ist oder nicht. Am Monatsende fand ich schon gut. Ja, nee, sorry, am Saisonende, dann würde ich sagen, nein, ist er nicht. Okay, dann frage ich jetzt mal ganz ketzerisch, ist Tim Walter denn noch im November Trainer des VfB? Ja, ist er noch. Okay, ich glaube es. Und ich hoffe, also das möchte ich mir mal klarstellen, ich hoffe, er ist halt noch am Saisonende Trainer und geht mit uns dann in die erste Liga und führt uns dann irgendwie kometenhaft nach oben. Also ich finde das total klasse, aber mir fehlt halt noch so richtig der Glaube und die Statistik gibt mir, glaube ich, recht. Also wenn man so die Halbwertszeit der VfB-Trainer halt anguckt, dann ist die halt nicht wirklich lang und im Herbst ist normalerweise Entlassungszeit. Und ich glaube, es dauert wirklich länger und ich hoffe, es dauert ganz, 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 ganz lang. Aber ich habe auch noch große Zweifel einfach. Und der Sebastian meint natürlich das Saisonende 2024, 2025. Ja, natürlich. Daniela hat angerufen, mit dem habe ich auch schon ein paar Mal auf Instagram geschrieben. Und ja, der sagt eigentlich auch nochmal, die Gegner werden sich eigentlich alle hinten reinstellen. Und ja, wir brauchen Geduld. Und ja, das würde ich so unterschreiben. Also ich glaube, dass Geduld schon angebracht ist. Ein bisschen Glück gehört vielleicht dann auch dazu. Aber im Großen und Ganzen, und da zitiere ich Karl, ist das alles schon viel, viel besser als noch vor einem Jahr. So, dann ich habe es auch am Freitag wieder gesehen und wir haben halt auf einmal Freistoß war oder der Eckball-Varianten, ne? Die klappen halt nicht, aber wir haben Eckball-Varianten. Da gab es ja dann die Ecke raus auf die 16er-Linie, Hitzelsberger Gedächtnis, Volley-Schuss, hat nicht funktioniert, egal, aber wir haben halt irgendwie irgendwelche Pläne und das gab es echt ganz lange nicht. Also insofern bin ich sehr, sehr glücklich. Ja, auch hier muss man den Herrn Wimmer mal ganz kurz erwähnen, der ja von Augsburg zu uns kam. Die Augsburger in der abgelaufenen Saison, ich glaube mit 20 Toren nach Standardsituation, die meisten in der Bundesliga. Kiel hatte die meisten in der zweiten Liga oder die zweitmeisten, also auf jeden Fall auch ein sehr guter Wert. Und das sieht man halt schon, dass man dann sich doch vielleicht zu Standardsituationen mal Gedanken machen kann und dann auch ja Gefahr kreieren kann aus solchen Situationen. Das hatten wir ja seit Jahren nicht mehr, dass der VfB irgendwie bei Standards sonderlich gefährlich war. Sondern das war immer der Moment, wo die meisten dann, weiß ich nicht, sich nochmal ein Bier aufgemacht haben. Ein Gegentor, oder so. Also ich weiß noch, die Zorniger Saison irgendwie Ecke für den VfB und dann gab es ein Gegentor mal. Okay, so stimmt. Ja, also. So schlimm war es dann später nicht, aber es war zumindest jetzt auch nicht so, dass wir uns da Chancen auf ein selbstgeschossenes Tor machen konnten. Dann hat der Björn aus Köln angerufen und meinte, es gibt viele Neuzugänge, ein neues Spielsystem und er befürchtete, dass man am Anfang zu viele Punkte liegen lässt,
gegen Gegner, die vielleicht dann schon besser eingespielt sind und so. Aber im Großen und Ganzen ist er eigentlich ganz zufrieden mit dem, was er bislang gesehen hat vom VfB Stuttgart. Außerdem moniert er noch, dass es aktuell in Nordrhein-Westfalen nur zwei Zweitligisten gibt. Zu Recht, kann man vielleicht sagen. Als Fußball-Hochburg. Ja, klar, aber Köln steigt sicherlich wieder ab und dann passt das schon wieder. Okay. Nee, weiß ich nicht, aber. Ja. Deutliche aber wir haben halt viele Bundes- und Zweitligisten da oben. Es wird allgemein etwas positiver. Es gab Leute, die meinten, man erkennt eine deutliche Handschrift von Tim Walter. Das würde ich auch so unterstreichen. Also man sieht einfach, ja, hier passiert was und es wird Rückschläge geben. Auch das ist einfach ganz verständlich. Und vielleicht ist so ein 0-0 in Aue ein verkraftbarer Rückschlag als zum Beispiel ein 5-0 in Dresden. Ja, also es gibt halt einfach solche Spiele, da läuft's nicht und entscheidend ist halt, dass man dann nicht komplett untergeht, wie zum Beispiel gegen Dresden. Auf der anderen Seite bin ich dann wieder bei dir, du hast es heute schon mehrfach gesagt, muss man natürlich auch dennoch ja die richtigen Rückschlüsse ziehen und kann sich nicht hinstellen und sagen, ey, alles war eigentlich hervorragend, wir hatten halt nur Pech, dass Herr Zweier unser Schiedsrichter war in diesem Spiel. Ja, insgesamt viel Zuspruch für Tim Walter, das Potenzial ist da und das Thema Geduld wird häufig gefordert von den Fans. Außerdem ist Silas positiv aufgefallen, der sein Debüt gegeben hat, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, Sebastian. Das war schon ein vielversprechendes Debüt von Silas im Trikot mit dem roten Brustring, oder? Ja, absolut. Also war schnell, handlungsschnell und diese eine Situation, wo Nazarov irgendwie 30 Meter vom VfB-Tor den Ball annimmt und dann Silas, wir wissen nach wie vor nicht, wie sein Nachname ist, Varma Žitica vermutlich, dann irgendwie nachsetzt und im Vollsprint eben den Ball abnimmt. Das war schon sehr beeindruckend, er hatte einen guten Abschluss. Also ich glaube, der kann uns noch jede Menge Freude bereiten. Also er hat die Grundqualitäten auf jeden Fall schon in einem Kurzeinsatz gezeigt. Dann wurde mehr Respekt für Holger Badstuber gefordert. Auch hier würde ich eigentlich einen Haken dahinter machen. Also natürlich hat er seine Defizite, gerade was das Tempo angeht. Aber insgesamt konnte man sich in der Saison bislang auf Holger Badstuber verlassen. Hat durch die Bank eigentlich solide Spiele abgeliefert. Sogar gute Spiele, würde ich sagen. Und er ist in manchen Situationen, oder er wird zu häufig kritisiert. Das würde ich schon sagen. Von vielen wird er zu häufig kritisiert. Im Großen und Ganzen kann man sich, glaube ich, glücklich schätzen, dass man mit Holger Badstuber aktuell jemanden in der Innenverteidigung stehen hat, der einfach viel Erfahrung mitbringt, viel Ruhe, einen guten Ball hinten rausspielen kann. Also ich bin schon ganz zufrieden mit Holger aktuell in der Innenverteidigung. Ja, absolut. Also ich meine, mit einer Innenverteidigung wie jetzt gegen Aue, mit Holger Badstuber und Nathaniel Phillips, ich glaube, da würden sich viele Zweitligisten die Finger nachlecken, das passt halt schon. Und nachdem wir irgendwie nach dem ersten Spieltag dachten, wir hätten irgendwie ein Riesenproblem mit roter Karte oder gelb-roter Karte Abuja und Langzeitverletzung, Kaminski und dann noch Muskelverletzung, Kempf. Aber ich glaube, wir haben echt so viele gute Innenverteidiger. Für die zweite Liga ist das immer noch überdurchschnittlich. Und ja, und gegen Aue haben die beiden das ja auch wirklich eindrucksvoll belegt. Und wie gesagt, ich hatte so die Sorge oder den Eindruck, dass wir unter Tim Walter in der zweiten Liga halt oftmals 3-2, 4-3, 5-4 und so gewinnen, hoffentlich. Und jetzt scheint es ja eher so zu sein, dass die Null hinten steht und unser Problem eher darin besteht, dass wir vorne ein Tor erzielen. Ja, also wir haben das, wir haben ein Problem behoben im Vergleich zur letzten Saison, das ist die defensive Stabilität. Die ist deutlich besser geworden. Allerdings sind die Gegner natürlich auch weniger angriffslustig. Aber das Problem mit den Toren vorne, das ist noch nicht behoben. Aber vielleicht passiert das. Ja, das hätte ich echt nicht gedacht, ne? Also so gegen Zweitliga-Defensiven, dass wir da uns so schwer tun. Aber ja, das ist vielleicht der nächste Punkt auch noch ganz interessant. Und zwar meinte jemand, dass man Nicolas Gonzalez, da gab es ja ein paar Interessenten im Laufe der vergangenen Woche, unbedingt verkaufen sollte, wenn man ja so 10 Millionen plus für ihn bekommen würde. Denn ein Anrufer war der Meinung, der wird nie den Durchbruch schaffen und man ist im Sturm eigentlich ganz gut aufgestellt. Kann man vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, ob es vielleicht Sinn machen würde, Gonzalez abzugeben, ja, ohne jetzt groß Verlust zu machen. Ich glaube, 8,5 haben wir für ihn bezahlt oder 6,5. Wie war denn der Einkaufspreis? 8,5 waren es. 8,5, genau.
Ja, ist das für dich eine Option, dass man sagt, okay, der Gonzalez, der wird es halt nie ganz schaffen. Das ist ein hochveranlagter Spieler, aber irgendwie fehlt gerade im Abschluss das letzte Quäntchen. Und man sollte jetzt noch die Kohle mitnehmen, solange Vereine bereit sind, für ihn 8, 9, 10 oder vielleicht auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Und nicht darauf hoffen, dass er irgendwann durch die Decke geht. Na, ich traue es mir echt noch nicht zu, jetzt über ihn den Stab zu brechen halt. Ne? Also er hat ja, man sieht es ja, er hat ja wirklich Potenzial. Aber er ist halt echt auch so eine Art Körperklaus halt. Ne? Also in der ersten Halbzeit diese eine Situation irgendwie relativ früh, wo er den, was war denn das, ein Fallrückzieher macht, völlig unbedrängt, ja. Wo ich dachte, was macht er denn da halt? Ne? Aber gerade durch seine Schnelligkeit und durch seine irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, Ungelenkigkeit, ist natürlich auch der perfekte Kandidat, um Strafstöße zu ziehen. Und jetzt gegen St. Pauli hat man ja auch gesehen, hey, wenn man ihn halt anspielt, dann muss den Ball nicht unbedingt annehmen, sondern kann halt gleich reinmachen, dann klappt das halt auch, ne? Und ja, also ich tue mich echt schwer dafür, damit zu sagen, man muss ihn jetzt verkaufen. Also er hat, glaube ich, ein Riesenpotenzial, er hat Geschwindigkeit, er ist trotz seiner relativen Schmächtigkeit sehr, sehr durchsetzungsfähig. Und vor allem, was ich halt total wichtig finde, er haut sich halt immer 100% rein. Also er ist halt echt da und er will den Ball, er will das Tor und das ist halt schon viel wert. Und also ich bin der Meinung, man sollte ihn jetzt wirklich nicht verkaufen, weil er in der Zweitligasaison jetzt echt so ein Faktor sein kann. Ja, sehe ich genauso. Andererseits ist natürlich zu befürchten, dass wenn er den Durchbruch oder ja einfach nicht das abrufen kann, was man sich erhofft hier in der zweiten Liga, dass dann natürlich der mögliche Abgabepreis wirklich dann also weit unter dem sinkt, was man für ihn bezahlt hat. Also ja, klar. Ich würde ihn auch behalten, weil ich sehe es wie du, er hat enorm viel gute Anlagen und ich glaube, dass er mit Tim Walter vielleicht auch den richtigen Trainer an der Hand hat, der ihn so ein bisschen führt und Tim Walter hat, glaube ich, gesagt, das ist ein wilder Spieler, der ja einfach ein paar Leitplanken braucht und dann eigentlich einen ganz guten Weg nehmen kann. Ja, das sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich bin auch der Meinung, man sollte ihm jetzt hier dieses Jahr geben. Und ja, wenn es dann nichts wird, hat man halt Pech gehabt. Ansonsten ja, bin ich ganz optimistisch, was Nico Gonzalez angeht. Dann gab es noch jemanden, der da Angst vor 2021. Und zwar sollten wir aufsteigen, sei der Kader nicht erstligatauglich. Also das habe ich nur deswegen reingenommen, um nochmal eine Aussage von Sven Mislintat hier unterzubringen. Der meinte halt klipp und klar, wir wollten auch noch im Worst Case handlungsfähig sein, sprich, wenn man nicht direkt wieder aufsteigt. Und die Herangehensweise war halt einfach, einen Kader zusammenzustellen, der sowohl für die erste als auch für die zweite Liga geeignet ist und gleichzeitig auch noch Entwicklungspotenzial hat. Und klar, die Jungs, die jetzt aktuell im Kader stehen, die würden es in der ersten Liga mit Sicherheit nicht leicht haben, aber wenn die Rechnung aufgeht, ja, und die Spieler sich positiv entwickeln, dann kann es schon funktionieren, dass man mit gezielten Zukäufen, sollte man aufsteigen, dann vielleicht so 3 Spieler gezielt dazu holt, dass man dann einen sehr guten Erstligakader schon zusammen hat. Also ich würde jetzt noch nicht mir groß Gedanken machen über die kommende Saison. Jetzt gilt es erstmal ja für die komplette Mannschaft, sich zu entwickeln und dann sieht man weiter. Also ich sehe da schon einiges an Potenzial, aber ja, jetzt kann ich noch nicht einschätzen, ob das dann in einem Jahr für die erste Liga reicht. Ja, so kann man das, denke ich, mal zusammenfassen. Letzte Nachricht, die wir besprechen, und dann haben wir das große Segment Mailbox abgeschlossen. Ja, also wenn so viele Leute anrufen, müssen wir natürlich ja, absolut, auch darüber sprechen. Ja, ja. Das haben wir ja auch von euch gefordert. Und zwar meinte der Jonas, oder ihm gefällt es nicht, dass man ein paar gute Talente beim VfB verloren hat. Und er schiebt so ein bisschen dem Herrn Reschke die Schuld zu und macht dessen, ja, hin und her, kann man fast schon sagen, mit den VfB-Amateuren dafür verantwortlich, dass halt eben der Verein zum einen, oder beziehungsweise die zweite Mannschaft zum einen abgestiegen ist in die Oberliga und zum anderen natürlich dann auch Spieler vielleicht zum einen nicht gekommen sind nach Stuttgart zur zweiten Mannschaft und zum anderen dann auch schnell wieder gegangen sind, als sie gemerkt haben, ha, so 100% steht der Sportvorstand nicht hinter der damals noch U23. So, und ja, was soll man da groß dazu sagen? Im Endeffekt hat der Jonas das perfekt zusammengefasst. Also diese Hängepartie, die es da unter Reschkes Ägide gab. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das aber schon davor Thema war. Also nicht nur unter Reschke, sondern auch unter Jan Schindelmeiser schon Thema war, ob man jetzt die U23 abmeldet oder ob man eine U21 anmeldet oder wie man überhaupt fortfährt mit den Amateuren. Aber unter Reschke, ja, da war es dann halt wirklich Peak.
Piekacke, sag ich jetzt mal so. Es war halt einfach super blöd gemacht von ihm, dass er sich da schon mehr oder weniger deutlich dazu geäußert hat, dass er jetzt nicht so Bock drauf hat, eine zweite Mannschaft zu unterstützen. Und ich glaube, aufgrund dessen, dass halt aus dem Umfeld dann viel Kritik in seine Richtung kam, hat man sich dazu entschlossen, jetzt mit der U21 alle so ein bisschen zufriedenzustellen, und der Reschke hat auch erstmal seine Ruhe, aber das ja, war natürlich nicht besonders förderlich für die Entwicklung der Mannschaft, und ja, der Abstieg ja, war dann letzten Endes auch ein Resultat daraus, dass es keine klare Vorgabe von der Führung gab und eben diese lange Hängepartie. Ich denke mal, das hat der Jonas perfekt zusammengefasst. Ja klar, also die Ära Reschke wird den VfB noch ein paar Jahre verfolgen, also wurde relativ viel falsch gemacht, und das sind keine Entscheidungen, die man irgendwie schnell revidieren kann, sondern das wird uns noch ein paar Jahre verfolgen, sei es über langfristige Verträge, die man eigentlich nicht braucht, ja, oder halt gerade über die Entscheidung mit den U-Mannschaften, gar keine Frage. Also viel Input von euch für die Mailbox 0711 für Stuttgart 25 28 8918. Genau, und vielleicht ruft auch mal jemand mit einer weiblichen Stimme an, und ich würde es ja total feiern, wenn mal Frau Walter anrufen würde und sagt, was sie da dazu sagt, was der Tim so gesagt hat über Trikots und ihre Regelauslegung. Ja, da bin ich auch gespannt, was die Frau Walter dazu zu sagen hat. Also, ich bin mal gespannt, ob das nächste Woche auch wieder so lang wird, aber wie gesagt, wir nehmen diese Rubrik natürlich sehr, sehr ernst. Wenn ihr uns Fragen, Themen schickt, dann besprechen wir die auch. Und ich sag's nochmal, es gibt diese grandiosen Kapitelmarken, falls dem einen oder anderen das Ganze jetzt zu lang war. Genau, aber ich möchte kurz sagen, Thema zu lang, es waren jetzt 5 Minuten, und Ricky hat es mir gestern Abend geschickt, und ich habe es mir, glaube ich, 4 bis 5 Mal angehört, und ich habe es auch meiner Frau vorgespielt, und wir haben uns echt köstlich amüsiert. Also ich finde die VfB-SDR-Mailbox total göttlich. Das freut mich, und ich versuche es weiter so aufrechtzuerhalten. Liegt natürlich auch an den Anrufern, muss man nochmal sagen. Absolut, ja klar. Kommen wir zum Spiel gegen den VfL Bochum. Da ist natürlich jetzt auch nochmal einiges passiert in den letzten Stunden, denn unser wohlbekannter Herr Robin Dutt wurde von der Mannschaft, kann man fast schon sagen, entlassen. Ja, Bochum galt ja auch so als kleiner Geheimfavorit für einen möglichen Aufstiegsplatz vor der Saison. Und ja, es lief alles ganz anders. Man muss dazu sagen, auch Bochum hat ähnlich wie wir einen großen Umbruch vollzogen. Da sind einige Spieler dazugekommen, einige Spieler haben den Verein verlassen. Und der Herr Dutt wollte da jetzt, ja, ich sag mal, zum Angriff blasen und vielleicht für eine Überraschung sorgen. Das Ganze ging gehörig schief. Der VfL Bochum holte nur 2 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Aber ich muss dazu sagen, ich fand die Leistung insgesamt von Bochum noch nicht mal so schlecht. Man kann natürlich jetzt sagen, im letzten Spiel gegen Wien-Wiesbaden, diese erste Halbzeit, das war schon eine Katastrophe, grenzte auch so ein bisschen an Arbeitsverweigerung. Also ich glaube, wie heißt es im Reportersprech? Offenbarungsei. Alles war echt gruselig. Ja. 0-3 zur Halbzeit gegen Aufsteiger, also das war schon, puh, also... Ja, vor allem hast du das Gefühl gehabt, dass man da wirklich nochmal ganz klar dem Trainer zeigen wollte, nee, also so funktioniert das mit uns nicht. Warum das jetzt so ist, da sind wir, glaube ich, zu weit weg. Ja, also es scheint irgendwie da einen Bruch zwischen Mannschaft und Trainer gegeben. Genau, und genau, um das einzuordnen, also der VfL Bochum hat gegen SV Wien Wiesbaden gespielt. Wien Wiesbaden führte zur Halbzeit 3-0. Und am Ende stand es dann 3-3, und der SVW in Wiesbaden haben diesem 3-3 seinen allerersten Punkt in die Saison geholt, ist jetzt Tabellen 18. und Bochum ist mit 2 Punkten Tabellen 16. Also es war echt Not gegen Elend, und ja, die erste Halbzeit war echt aus Bochumer Sicht total gruselig, und man dachte, Wien Wiesbaden schießt die echt dann komplett ab, und dann haben sie sich in der zweiten Halbzeit ja, etwas gefangen, die Bochumer. Ja, und so wie es scheint, war das nicht auf Geheiß des Trainers, sondern irgendwie so eine Art Eigeninitiative des Teams. Genau, Anthony Lucia, der Kapitän, und der Torwart Manuel Riemann sollen dann wohl die Taktik umgestellt haben, auf lange Bälle gesetzt haben, und ja, im Endeffekt hat man dann halt einfach das Gegenteil von dem gemacht, was der Trainer eigentlich vorhatte. Wie gesagt, warum es zu diesem Bruch kam, ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Ich habe mir so gedacht, vielleicht war es der Mannschaft gar nicht so recht, dass es diesen großen Umbruch gab oder so. Ich weiß es nicht. Der Dutt hat ja manchmal schon so merkwürdige Vorstellungen. Wir können ein Lied davon singen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, richtig traurig bin ich natürlich nicht, dass Robin Dutt jetzt nicht mehr Trainer in Bochum ist. Ist jetzt nicht so
ja, mein größter Freund von allen zwei. Genau, die entscheidende gewesen. Frage ist halt eher, was der Trainerwechsel in Bochum halt für der Spieler in Stuttgart bedeutet. Aber ja, jetzt für den VfB ist ja auch irgendwie mehr oder weniger Standard, ne? Also Aue wechselt vorm Spiel gegen den VfB den Trainer. Jetzt am ersten Spieltag zu Hause gegen Hannover. Mirko Slomka macht sein erstes Wiederspiel quasi für Hannover und jetzt gegen Bochum hat er wieder einen neuen Trainer, aber wie Tim Walter sagt, ihm ist das irgendwie völlig egal und wir ziehen unser Ding durch und dann passt das schon. Ja, mir wäre schon ein bisschen lieber gewesen, man hätte vielleicht erst nach dem Spiel in Stuttgart den Trainer gewechselt. Ja, dann hätte auch gleich der Herr Dutt bei seiner Frau dann in Zuffenhausen bei ihrem Friseursalon und so. Also, na, ich sehe nämlich schon eine relativ große Qualität eigentlich im Kader vom VfL Bochum. Also der Ganvula zum Beispiel im Sturm, den finde ich richtig gut. Ja, er hat auch schon 2 Tore geschossen, 2 Vorlagen in 3 Spielen, hat einen Dreierpack in den DFB-Pokal erzielt. Also das ist schon eine richtige Granate, auf den müssen wir aufpassen. Der kam vom RSC Anderlecht zu Beginn der Saison. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Danny Blum hat ein paar gute Spiele abgeliefert, hat 2-mal einen Elfmeter verwandelt. Gut, das ist jetzt vielleicht noch nicht so die große Kunst. Das schaffen auch viele andere. Aber ich finde insgesamt seine Leistung ganz ansprechend. Also ich habe mir die Mühe gemacht, in Anführungsstrichen heute, die Spiele mir nochmal anzugucken vom Bochum. die 4, die sie bislang in der zweiten Liga absolviert haben. Und das sah gar nicht so schlecht aus, was Danny Blum da gezeigt hat. Außerdem hast du mit Meier und Lossia im Zentrum 2 solide, gute Spieler. Dann haben sie sich von Arsenal einen sehr interessanten Rechtsverteidiger ausgeliehen. Osei Tutu. Ja, genau. Also das ist ja auch ein richtig starker Spieler. Der ist irgendwie erst in der 70. nur so reingekommen. Ja. Und der hat ja total Alarm, hat ein Tor geschossen und der war ja jederzeit total gefährlich. Also da bin ich mal gespannt, was dann vermutlich Emiliano, so heißt er, Insua dann gegen ihn ausrichten kann, weil der wird auf ihn zukommen und der war ja offensiv halt schon sehr, sehr gefährlich. Also das war auch ein Spieler, da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn es schnell gehen muss, ist das der richtige Mann über rechts. Also würde mich nicht wundern, wenn der beginnt gegen Stuttgart. Und dann hast du natürlich immer noch so Leute wie Simon Zoller mit im Kader, die ja jetzt vielleicht nicht mehr so die große Zukunft vor sich haben. Aber das sind halt einfach solide Knipser, die treffen, wenn du sie einwechselst, wenn es sein muss. Der hat jetzt, glaube ich, auch schon ein Tor geschossen, Zoller, und eine Vorlage und hat eigentlich nur 66 Minuten gespielt. Also das ist jetzt keine schlechte Ausbeute, wenn man ja halt auch berücksichtigt, dass Bochum ja einfach wirklich eigentlich einen grotten Saisonstart hatte. Aber du merkst es selber, die haben halt schon ein paar treffsichere Leute da vorne drinne und haben auch schon mehr Tore erzielt als wir zum Beispiel, ja, in den ersten 4 Partien. Und das ist schon eine Ansage. Also man muss da aufpassen, die können nach vorne gefährlich werden und sie haben gegen Hamburg, fand ich, über weite Strecken gezeigt, dass sie ja auch ihr Tor ganz gut verteidigen können. Dass das vielleicht nicht über 90 Minuten reicht, okay. Aber ich sehe da wirklich eine schwere Aufgabe auf uns zukommen und man sollte sich da jetzt nicht vom aktuellen Tabellenplatz und vom Saisonstart täuschen lassen. Also das wird eine schwere Aufgabe, glaube ich. Ich glaube auch, dass man sehr defensive Bochumer erwarten darf, vielleicht nicht ganz so defensiv wie Aue, aber das geht, denke ich mal, so in die Richtung St. Pauli, das erwarte ich da. Und dann wird es in den Umschaltmomenten vermutlich häufiger mal brenzlig werden mit dem Tempo, das sie erzeugen können und mit der Rustikalität, die so ein Ganvolu, ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, ja, das ist aber auch schwierig, wenn du die Spieler nicht regelmäßig siehst, sondern einfach jetzt in der zweiten Liga dann zum ersten Mal über die stolperst. Ganvolu, so wird er, glaube ich, ausgesprochen. Ja, wenn der dann mit seiner Rustikalität vorne versucht, sich Räume zu schaffen. Also da bin ich mal gespannt, wie wir dagegen vorgehen. Am besten wäre es natürlich mit einem frühen Tor von unserer Seite aus. Oh, das wäre mal das wäre einfach so, mal gut. Ja, so gegen Hannover oder so. 10. Minute einfach mal so ein Ding reinwemsen und in der 19. Minute dann ja, einfach schon mal das 2-0 hinterher schieben, das würde mir ganz gut tun aktuell, ja. Ja, dann muss man natürlich abwarten, wer beim VfB fit ist oder beziehungsweise fit wird. Mario Gomez ist ja immer noch so ein bisschen angeschlagen, da heißt es, dass es ganz gut aussieht für nächste Woche Montag. Bei Marc-Oliver Kempf ist man sich da noch nicht ganz so sicher, das scheint eher eine zähe Angelegenheit zu sein bei ihm, aber ja, also er hat ja noch ein bisschen Zeit, wie gesagt, muss man ein bisschen abwarten. Und ansonsten kann ich eigentlich gar nicht so viel jetzt über die Bochumer sagen, weil ich glaube, die haben bislang nicht das abgerufen, was sie eigentlich könnten.
Und ich gehe einfach davon aus, dass wir einen ganz anderen VfL Bochum in Stuttgart sehen werden als zuletzt unter anderem gegen Wien Wiesbaden. Ich denke, wir sehen den VfL Bochum, den man gegen Hamburg sehen konnte. Und ich mache mir so ein bisschen Sorgen, was die Umschaltmomente angeht, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Also ja, bin mal gespannt, was da auf uns zukommt. Weiß nicht, ob du noch was zu Bochum nachtragen möchtest, aber eigentlich gibt's da nicht mehr allzu viel zu sagen, oder gibt's? Nö, also ich würde so gerne so sehen wie am Sonntag in der ersten Halbzeit gegen Wien Wiesbaden. Das war für mich relativ überzeugt, als dann mit 0-3 in die Pause gegangen sind. Aber ich befürchte auch mit neuem Trainer und einer Taktik, die auch der Mannschaft dann passt, dann wird das eher nicht so kommen. Aber ja, auch da, wenn du der VfB Stuttgart bist und zu Hause spielst, dann vor vermutlich ausverkauften Haus, dann musst du auch gegen VfL Bochum gewinnen. Ja, das muss man natürlich hier sowieso noch mal ganz kurz ansprechen. Stuttgart muss dieses Spiel gewinnen. Also da gibt's gar keine zwei Meinungen. Also ich will nicht wissen, was los ist, wenn man das Spiel verliert. Also dann wird, denke ich mal, schon langsam unruhiger. Wir kennen ja unser Umfeld. Und selbst ein Unentschieden ist, glaube ich, zu wenig. Also aus den ersten 5 Partien solltest du dann schon zweistellig rausgehen, finde ich, als Absteiger und ambitionierter Absteiger. Ja, absolut. Ich meine, man kann ja die letzte Zweitligasaison ranziehen. Da hatten wir zu der diesem Zeitpunkt schon mal verloren dann gegen Düsseldorf am zweiten Spieltag sogar. Ja, das war der zweite Spieltag. Also da hatten wir sogar schon verloren. Wir waren erst am 15. Spieltag, glaube ich, Tabellenführer. Jetzt waren wir das schon relativ früh, also wenn auch nur kurzfristig. Aber so punktemäßig, da läuft das halt wirklich. Ja, aber trotzdem, muss man halt sagen, ne, du hast irgendwie 2 Punkte in Heidenheim gelassen, du hast dann auch vielleicht 2 Punkte in Aue gelassen. Also es waren jetzt ja keine Punkte, die man nicht hätte holen können. Und ich habe es ja, wir haben beide heute den Podcast vom Brustring Talk gehört, der wirklich wunderbar war. Und da gab es ja dann auch, wurde ja auch die Prolo-Attitüde von Tim Walter auf den Pressekonferenzen nochmal thematisiert. Und ja, das funktioniert, wenn du halt keinen Spieler verlierst und gut punktest. Aber wenn du halt vielleicht mal 1-2 Spiele dann halt nicht so richtig performst und so weiter, dann fällt dir das vielleicht auch auf die Füße. Und ich bin überzeugt, das wird im Laufe der Saison passieren. Und ich bin dann echt mal so gespannt, wie die Vereinsführung und das vielleicht schwierige Umfeld und alle anderen reagieren. Also, aber ich hoffe, es ist nach Bochum noch nicht so weit, sondern wir gewinnen das ganz souverän zu Hause und dann gucken wir mal weiter und gehen in die Länderspielpause und dann gewinnen wir noch in Regensburg und dann gucken wir nochmal weiter. Ja, ich möchte mit 11 Punkten in die Länderspielpause gehen und 11 ist auch ein gutes Stichwort, denn es gibt natürlich wie immer den Startelf-Tipp und das ist jetzt mal ganz interessant, du hast es vorhin schon anklingen lassen. Es gibt ein paar Positionen, die nicht mehr ganz so fest sind, wie das in den ersten 4 Partien der Fall war. Das eine ist verletzungsbedingt, das andere dann vielleicht auch leistungsbedingt. Lass uns mal anfangen, Sebastian. Also ja. Ich denke mal, also 2 Positionen, da werden wir uns dann schon wieder einig werden. Das ist im Tor und auf der Rechtsverteidigerposition mit Kobel und Stenzel. Ja. So. Linksverteidigerposition würde ich jetzt auch mal sagen, sind wir uns einig mit Insua, der Sosa ersetzen wird. Muss er, ja. Ja, und jetzt bin ich gespannt auf die Innenverteidigung, denn ich presche mal voraus und sage, wenn Kempf fit ist, also das ist jetzt halt mein Tipp, dass er bis dahin fit wird, dann würde ich mit Kempf und Philipp spielen und Holger Badstuber müsste leider das Feld räumen, weil ich finde, Nathaniel Phillips ist für mich bislang, lass mich mal kurz überlegen, dass ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich würde sagen, das ist bislang für mich der stärksten Neuzugang. Lass mich mal ganz kurz überlegen, nicht, dass ich das jetzt bereue. Wen würde ich denn da sonst nehmen? Nee, also das, was ich von ihm gesehen habe, diese Abgezocktheit, die geilen Pässe, die Zweikampfführung, die Spieleröffnung, das Potenzial, was da ja offensichtlich auch noch schlummert, wenn da ein Spieler zu uns kommt, der noch nicht mal regelmäßig in der englischen U23 von Liverpool gespielt hat, andersrum, in der U23 von Liverpool in England gespielt hat, so ist es richtig. Also da sehe ich schon einen richtig starken Transfer. Also für mich ist jetzt so spontan Phillips, ja, vielleicht Stenzel dann noch. Das sind so für mich die 2, die absolut rausstechen. Ja, absolut. Nee, vor allem, weil ja Phillips irgendwie kam, nach dem ersten Spieltag waren wir ja Kaminski langzeitverletzt, Avuja gesperrt und große Panik und dann zaubert man irgendwie so einen Phillips raus aus dem Hut und denkt, ja, okay, der ist cool, aber irgendwie echt so Notlösung. Auf einmal, dann spielt er halt schon gegen Rostock und jetzt spielt er halt dann nochmal und macht das echt super solide. Also insofern bin ich komplett deiner Meinung und ich glaube,
Die Kämpfmuskelverletzung, die zieht sich aufgrund seiner Verletzungshistorie noch ein bisschen hin. Er ist nicht komplett fit und deswegen sehen wir dieselbe Innenverteidigung wie in Aue und die heißt halt Bartstuber und Philips. Könnte ich auch sehr gut mit leben, sag ich gleich dazu. Eine Frage muss natürlich auch noch erlaubt sein. Du hast Davutscha schon angesprochen. Der scheint komplett raus zu sein, oder? Ja, warum? Ne? Also das verstehe ich nicht. Also das wäre eine Frage. Na ja, gut, wen sollst du jetzt da rausnehmen für Davutscha? Nee, jetzt ja nicht mehr, aber als es halt irgendwie so kritisch war, irgendwie zweiter Spieltag oder so, der hätte es ja schon bringen können, weil er hat jetzt gegen Hannover, bis er halt rausgeworfen wurde, keine schlechte Partie, also er hat erst eine schlechte Partie gemacht und dann eine gute Partie, aber es gibt ja jetzt irgendwie keinen Grund, ihn irgendwie komplett außen vor zu lassen. Aber der hat mega Pech gehabt. Der hatte natürlich das Problem, dass er am zweiten Spieltag gesperrt war, am dritten Spieltag dann, beziehungsweise im DFB-Pokal dann, verletzt ausfiel, ja, da hätte er vielleicht die Möglichkeit bekommen können, als dann Philips ja zur Halbzeit für Bartstuber eingewechselt wurde. Ich denke mir, wenn Avuja vielleicht fit gewesen wäre, hätte er da die Möglichkeit bekommen, wieder unter Beweis zu stellen, dass er wichtig sein kann für uns. Und ja, da muss man halt sagen, dann war das Thema auch erstmal gelutscht. Dann hast du Kempf und Bartstuber in der Innenverteidigung gehabt und für mich war dann Philips halt auch absolut der Go-To-Guy. Ich weiß auch nicht, wie fit Avuja schon gegen St. Pauli war, ja, als es ja auch die Verletzung von Kempf gab und Philips eingewechselt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, ob Avuja da auch im Kader stand oder ob er da noch nicht bei 100% war. Also zumindest war das dann kurz nach der Verletzungspause. Da kann es schon sein, dass Walter sagt, ich gehe jetzt hier auf Nummer sicher und bringe den fitten Innenverteidiger, der in Rostock ein sehr gutes Debüt gefeiert hat. Und dann war das Ding halt auch erstmal durch. Dann spielt er gegen Aue, der Philips, und Avuja ist halt wirklich jetzt aktuell erstmal aufgrund dessen, dass halt, sag mal, wie heißt er denn, verletzt ist? Kaminski verletzt ist, ist er halt aktuell für mich Innenverteidiger Nummer 4. Ja, das ist echt ein bisschen schade, ne? Und das wären so, als wenn man mal Tim Walter irgendwie Fragen stellen könnte, dann wären das echt so die Fragen. Also, was ist mit Avuja? Also, warum irgendwie gegen Hannover gebracht und jetzt irgendwie unter Ferner liefen? Und warum klappt's mit Adonis nicht, ne? Also, das wären so. Ach so, ja, gut, das sehe ich halt wirklich. Also, der ist für mich zu weit weg von der ersten Mannschaft. Nein, mittlerweile ist er natürlich komplett zu weit weg, aber warum hat das halt irgendwie von vornherein nicht geklappt halt, ne? Aber, ja, nee, aber Avuja leider irgendwie außen vor. Also ich sag Startelf gegen Bochum, wie gegen Aue, Philips und Bartstuber. Okay. Insua haben wir schon gesagt, ist da, nee, ich spreche den Gedanken gar nicht aus, wahrscheinlich, ach komm, dann sag ich's ja doch. wäre es denkbar, dass man Askar Siba auf die Linksverteidigerposition stellt und da seine Laufstärke und gleichzeitig seine Giftigkeit einsetzen kann und dann halt davor mit Clement spielt. Ich meine, es wäre dem Spieler vielleicht nicht ganz gerecht, weil er da irgendwie momentan keinen richtigen Platz hat in der Mannschaft und irgendwo hingeschoben wird. Aber bei Insua bin ich mir immer nicht so sicher, ob das so richtig funktioniert im System weiter. Da bin ich auch gespannt. Ich gehe davon aus, dass wir das gegen Bochum sehen. Das ist auch mein Tipp. Ja, aber ich habe mir so überlegt, könnte man das probieren, Askar Siba auf die Linksverteidigerposition, den da rumrennen lassen, von Seite zu Seite, ähnlich wie es Stenzel macht, ja, oder ist das völlig abwegig? Also du kennst ja meine Meinung. Ich bin der Meinung, Santi Askar Siba muss immer spielen, egal wo. Also mit seiner Mentalität und seinem Einsatz muss er immer spielen. Und mir ist eigentlich völlig egal wo. Insofern will ich total feiern, wenn er halt irgendwie als Linksverteidiger aufläuft. Aber ich glaub's halt nicht, ne? Also, weil er wurde ja mal getestet. Als Rechtsverteidiger, ne? Genau. Und ihn jetzt als Linksverteidiger irgendwie reinzuwerfen, also ich glaube nicht dran. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, wenn der Anpfiff ertönt, dann muss er auf dem Platz stehen, egal wo. Insofern nehme ich ihn auch als Linksverteidiger, aber mir fehlt so ein bisschen der Glaube dran. Ja, mir auch, aber ich wollte es nicht unerwähnt lassen. Gut, dann kommen wir zum Sechser. Vielleicht kann man da auch nochmal eine Diskussion aufmachen. Ich lege mich aber fest, ich glaube, dass Walter bis zur Länderspielpause da nichts verändert und Karasor auch gegen Bochum beginnt. Ja, da bin ich dabei. Ja. Dann kommen wir ins Mittelfeld. Das ist für mich immer so, obwohl der Sturm ist auch diesmal sehr interessant, aber wir kommen ins Mittelfeld. Zehnerposition. Die Davi wurde von vielen Zuschauern, Fans kritisiert für seine letzten Auftritte. Gut, da gibt's ja eigentlich nur eine Option und das wäre dann Clement statt Didavi. Siehst du da einen Zweikampf auf uns zukommen? Clement, nö, Didavi ist für mich gesetzt. Für mich auch, aber er schwankt.
Ja, baut ab, klar. Also er hatte bessere Spiele schon, aber ich denke, er hat noch genug Vorschuss und Vertrauen vom Trainer und wird auf der 10 starten. Ja, vor allem drängt sich Clement nicht richtig auf. Nee, also, absolut nicht, ja. Wenn der jetzt ein Tor geschossen hätte oder eins vorbereitet hätte, dann würde man vielleicht auch nochmal anders diskutieren. Aber ja, ich bin mir bei Clement auch nicht sicher, ob er diese Rolle von Didavi, so wie Didavi seine Szenerolle interpretiert, so spielen kann oder so spielen würde. Deswegen könnte es auch sein, dass es wenig Sinn macht, ihn da hinzuziehen. Aber ja, Dida wird wahrscheinlich auch gegen Bochum beginnen. Dann lege ich mich schnell fest, Castro ist bei mir auch gesetzt. Bei dir auch? Ja, also ich finde, dass Gonzalo Castro jetzt in den bisherigen 5 Spielen der Saison, also Liga und Pokal, doch einen relativ stabilen Eindruck gemacht hat. Und auch einen guten Eindruck gemacht hat. Insofern wird er spielen und ich finde es auch nicht schlecht, dass er spielt. Ihm fehlt weiter die Geschwindigkeit, das wird man auch nicht mehr ändern können, das ist halt so. Aber ansonsten sind das halt immer sehr solide Bälle, die er da spielt. Und ich glaube, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Faktor im System weiter. Man sieht, wie häufig die beiden miteinander kommunizieren. Also Castro nimmt da inzwischen so eine wichtige Rolle ein, kann ich mir nicht vorstellen, dass er den draußen lässt. Dann bleiben wir kurz noch im Mittelfeld und schauen mal auf die linke Seite, denn da könnte es noch interessant werden, ob Santiago Ascasiba wieder in die Mannschaft rutscht oder ob Clement eine zweite Chance erhält. Wie siehst du's? Also ich persönlich würde Santi wieder bringen, weil mir Clement halt nicht so gut gefallen hat. Weil er hatte ein paar Torchancen, also richtig, richtig gute Torchancen hat sie nicht gemacht. Jetzt ist natürlich die Frage, ob Santi Ascasiba diese Torchancen überhaupt gehabt hätte. Aber ich glaube, Clement rückt nochmal auf die Ersatzbank, weil er irgendwie auch nicht so 1000%ig fit erschien. Und ich sehe nochmal Ascasiba in der Startelf. Ja, ich gehe da mit Clement, weil er für mich einer der gefährlichsten Spieler war gegen Aue. Und einfach eine neue Komponente mit ins Spiel gebracht hat. Das, was mir gegen St. Pauli so ein bisschen gefehlt hat, einfach ja auch mal Bälle behaupten kann und gute Pässe spielen kann, Torgefahr ausstrahlt. All das hat mir sehr, sehr gut gefallen bei ihm. Und ich sehe da momentan wenig Platz für Santiago Ascasiba im System Walter. Ja, damit müssen wir dann halt leider Gottes leben. Deswegen sage ich, dass Philipp Clement eine weitere Chance bekommt. Mal gespannt, wie das dann weitergeht mit Santi. Sturm, auch interessant. Da gibt es ja auch ein paar Punkte, wo man ansetzen muss. Das Startelf-Debüt von Klimovic ist nicht ganz so positiv verlaufen, wie er sich das vielleicht erhofft hat und vor allem, wie es Tim Walter sich geträumt hat, muss man fast schon sagen. Das ging so ein bisschen in die Hose, wobei er natürlich eine Riesenchance hatte in der 20. Minute. Das ist schon mal nicht schlecht gewesen. Aber ansonsten fehlte ihm komplett die Bindung zum Spiel. Deswegen gehe ich davon aus, dass er nicht nochmal beginnen wird. Für mich ist Nico Gonzalez gesetzt. Und dann streiten sich Silas, Gomez und Al-Ghadoui um den zweiten Platz. Sehe ich genauso. Und da ich mir nicht sicher bin, ob Gomez dann wieder so richtig, richtig, richtig fit ist, sehe ich Al-Ghadoui als Sturmpartner von Gonzalez. Und ich gehe mit Silas, auch wenn Sven Mislintat heute gesagt hat, der ist noch nicht so weit, der kann nur 45 Minuten und man muss Geduld haben. Ich glaube, dass Silas sein Startelfdebüt gegen Bochum geben wird. Das war ein so vielversprechender Auftritt. Und ich könnte sogar damit leben, dass du den nach 60 Minuten auswechselst. Das ist für mich völlig okay. Ich glaube, der beginnt gegen Bochum und wird dann Gonzalez unterstützen. Und das könnte schon ziemlich cool werden. Also wenn. Ja, nee, das Tempo und die Qualität und den Einsatz, den er reingebracht hat gegen Aue, das war halt schon überragend. Ja, also da ging halt echt so ein Ruck durchs ganze Spiel, wenn du ihn gesehen hast. Das war. War schon gut, ne? Gar keine Frage. Aber andererseits frage ich mich halt auch, du hast halt einerseits einen Koulibaly, der die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, und dann holst halt einen Silas Vormangituka und der Koulibaly spielt so gar keine Rolle und ihn holst und er spielt halt sofort. Also das finde ich spannend, also wie halt die unterschiedlichen Talente quasi behandelt werden, wie weit die schon sind im Hinblick auf die zweite Bundesliga und so weiter. Mal gucken, wie es da weitergeht. Ja, also das wird spannend zu beobachten sein, aber der Typ, also der macht schon nach diesem Kurzauftritt, das war ja nicht mehr, macht einen schon den Mund wässrig, so möchte ich es mal sagen. Also ich ja, absolut, gar keine Frage. Gut, dann würde ich sagen, ist das Thema
Startelf hiermit abgeschlossen und wir können ganz kurz so ein paar Hausmeistertätigkeiten, möchte ich fast schon sagen, abarbeiten. Zum einen wurde die zweite Pokalrunde terminiert. Ihr wisst es, wir treffen innerhalb weniger Tage zweimal auf den HSV, während das Ligaspiel gegen die Hanseaten noch nicht terminiert wurde, wissen wir jetzt, dass wir am Dienstag, den 29.10. um 18.30 Uhr in Hamburg in der zweiten Pokalrunde antreten müssen. Okay, das war so eigentlich schon vorhersehbar. Außerdem werfen wir auch heute wieder einen kleinen Blick auf den Transfermarkt und können euch sagen, dass aktuell kein Spieler den VfB verlassen hat, aber einer kurz davor steht, nämlich Tassos Donis. Und zwar sieht es danach aus, dass er nach Genua wechselt in die Serie A. Da geht es jetzt, glaube ich, nur noch darum, ja, wie sich Verein oder die beiden Vereine einigen können. Ich glaube, Genua wollte zuerst Tassos Donis nur ausleihen. Der VfB möchte aber definitiv entweder eine Kaufpflicht in den Leihvertrag verankern oder grundsätzlich verkaufen. Man liest da, dass angeblich 7 Millionen im Gespräch sind für Tassos Donis. Also, dass die Kaufpflicht, die nach einer einjährigen Leihe dann greifen würde, 7 Millionen betragen soll. Das sind natürlich jetzt so Zahlen, die man aus Italien hört. Da weiß man immer nicht, ob das jetzt stimmt oder nicht. Aber das wäre schon ein guter Deal, glaube ich. Auch wenn natürlich die 13 Millionen, die er mal als fixe Ablöse im Vertrag verankert hatte, ja, einfach ein bisschen schöner ausgesehen hätten, aber sei es drum. Es sieht wohl jetzt danach aus, dass es der Transfer kurz bevorsteht. Am Samstag ist Tassos Donis nach Genua gefahren, geflogen, wie auch immer, hat sich auch bereits von den Mitarbeitern an der Mercedesstraße verabschiedet. Und ja, das Problem ist offenbar jetzt in Genua, dass man einfach zu viele Stürmer im Kader hat und man versucht, da noch ein bisschen Platz zu schaffen. Wenn ich das richtig gelesen habe, hat Genua 4 Stürmer aktuell im Kader. Donis wäre der 5. Dazu kommt, dass einer der Stürmer ein hochtalentierter Stürmer ist und den möchte man auf gar keinen Fall abgeben. Also da ist man sich nicht so ganz sicher, wo Donis jetzt da seinen Platz finden soll. Vielleicht kann man das dann auch nochmal so ein bisschen aus der Ferne beobachten. Aber dass Tassos Donis den Verein verlassen wird, ist jetzt, glaube ich, keine große Neuigkeit. Von dem her können wir das auch relativ kurz halten, das Thema. Ein weiteres Thema war, dass Luca Mack seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, und zwar bis 2022. Der 19-Jährige ist ja in der abgelaufenen U19-Saison noch DFB-Pokalsieger geworden und stand im Meisterschaftsfinale, hat da gute Leistungen gezeigt, hat vor allem in der Vorbereitung, finde ich, wirklich herausragende Leistungen gezeigt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er da so doch vernünftig mithalten kann. Ist seit 2012 beim VfB Stuttgart. Und sieht wohl danach aus, dass man ihn hier auch in Stuttgart weiter ausbilden möchte. Anders als wie bei David Krötzinger möchte man Luca Mack wohl nicht verleihen, sondern er soll weiter Spielpraxis in der Oberliga erhalten und sammeln. Also das ist eigentlich, glaube ich, schon ein ganz guter Umgang mit ihm. Und Thomas Hitzesberger meinte auch, Luca identifiziert sich mit dem VfB und mit dem Weg, den wir gemeinsam mit ihm und den vielen anderen jungen Spielern in den kommenden Jahren gehen wollen. Das ist ja genau das, was Hitzesberger schon mehrfach gesagt hat. Er möchte hier nur mit Spielern arbeiten, die 100% hinter der Idee stehen, die der VfB einfach jetzt umsetzen möchte. Und dazu gehört es halt auch, dass du trotz Profivertrag mal in der Oberliga ran musst. Und das macht Luca Mack, ist lernwillig, ja, hat Potenzial. Ich denke mal, da haben sie nicht viel falsch gemacht, ihm jetzt diesen Profivertrag zu geben. Und einen letzten Namen wollen wir auch noch ganz kurz im Transfer-Update hier besprechen, und zwar geht es um Nicolas Gonzalez. Das Thema hatten wir ja vorhin schon ganz kurz in der Mailbox. Da gab es ja offensichtlich großes Interesse von der PSV Eindhoven. Jedenfalls berichtet das der Telegraph und das Eindhoven Darkblatt. So, ich glaube, so heißt die Zeitung. Da war es wohl so, dass Eindhoven gerne Ritsu Doan von Groningen verpflichten wollte oder will. Und man sich da aber nicht so richtig auf eine Ablösesumme einigen kann. Der soll wohl 13,5 Millionen Euro kosten. Und deswegen dachte man, Mensch, also wenn wir so viel Geld für den Doan auf den Tisch legen müssen, dann nehmen wir lieber den Gonzalez, den leihen wir einfach mal aus. So, hat der VfB aber gleich gesagt, nee, eine Leihe ist überhaupt keine Option. Wenn, dann müsst ihr richtig Kohle auf den Tisch legen. Und dann hatte Eindhoven eigentlich genau das gleiche Problem wie schon bei Doan. Also der VfB wird Nico Gonzalez nicht für 10 oder 12 Millionen gehen lassen. Tim Walter hat es ein bisschen so ausgedrückt dass die Schmerzgrenze zwar da ist, aber sie sehr hoch sei. Und ich glaube, Ende Juli hat er ja auch mal gesagt, Nico ist unser Spieler und der bleibt definitiv da. Also das Thema
Nico Gonzalez ist so richtig keins für den VfB Stuttgart, außer Eindhoven haut hier wirklich so richtig einen raus und bietet an die 20, wenn nicht sogar mehr Millionen für Nico Gonzalez. Aber Sebastian, ich glaube, also so schlechte Scouts hat Eindhoven dann auch nicht. Nee, und vor allen Dingen, sie wollen halt irgendwie Geld sparen und weil sie sparen wollen, dann Nicolas Gonzalez holen, der dann irgendwie ja gerade erst Panamerika-Meister geworden ist und der VfB dann irgendwie als Schmerzgrenze 30 Millionen aufruft. Jetzt kann man diskutieren, ob 13 Millionen für ihn irgendwie ein guter Verkaufspreis wären, aber ich glaube, der VfB wird das nie im Leben machen und Eindhoven hat die Kohle nicht. Da muss ich gleich einspringen, die hätten die Kohle schon und zwar werden die ja Irving Lozano verkaufen nach Neapel, der spürt wirklich richtig Asche in die Kasse. Also das Geld ist nicht so sehr das Problem. Es ist eher, dass man diese Kohle jetzt nicht einfach so raushauen will aus dem Fenster, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber trotzdem bin ich halt froh, wenn das Spiel gegen Bochum angepfiffen wird, ist das Transferfenster in Europa weitestgehend zu. Und dann bin ich dann doch ein bisschen dankbar, wenn dann die Leute, von denen man hofft, dass sie noch da sind, dann auch wirklich noch in Stuttgart sind. Und ich wiederhole es nochmal, ohne Not, wenn Santiago Ascasiba noch da ist, dann hole ich mir das Trikot. Da sind wir gespannt. Eins muss ich noch zu diesem Nico Gonzalez-Thema und Eindhoven sagen. Und zwar meinte das, wie war das genau, der Berater von Nico Gonzalez, José Titolo, wenn ich den Namen hier richtig notiert habe, der erzählte dem Eindhoven Darkblatt, dass Nico Gonzalez ganz gerne nach Eindhoven wechseln wollen würde. Und da dachte ich zunächst, ja gut, das erzählen ja Berater immer, aber es sickerte dann ja aus dem Umfeld des VfB auch durch, dass Gonzalez wohl mit einem Wechselwunsch zu Beginn der Vorbereitung auf den Verein zugekommen ist. Aber inzwischen kann er sich wohl ganz gut vorstellen, hiermit weiter einfach nochmal neu anzugreifen und sich weiterzuentwickeln. Aber das fand ich schon interessant. Also den hatte ich jetzt nicht als unbedingten Wechselkandidaten auf dem Zettel. Ja, also man hat da zwar immer mal wieder was gelesen drüber, aber ich dachte eigentlich, das Thema Nico Gonzalez ist relativ dingfest hier. Der wird in Stuttgart bleiben und wird uns in der zweiten Liga helfen. Aber da scheint es dann doch ein Interesse gegeben zu haben, den Verein zu verlassen. Ist ja auch mal interessant für zukünftige Entwicklungen rund um Nico Gonzalez. Ja, müssen wir mal gucken. U21, U19, wollen wir auch nicht unerwähnt lassen, da gab es ein 1:1 für die U21 gegen den FC 08 Villingen, die bis dato Tabellenletzter waren in der Oberliga. Michael Gentner, der Leiter der Jugendabteilung des VfB, meinte, dass diese erfahrene und gestandene Oberligamannschaft viel stärker einzuschätzen sei als der Auftaktgegner FC Nöttingen. Das habe ich mir gleich notiert, weil ja Nöttingen gleich im Auftaktspiel dafür gesorgt hat, dass die Absteiger, ja, der VfB 2, eine harte Bruchlandung zum Start hingelegt hat und direkt mal verloren hat. So, und da dachte ich, okay, also wenn der Gentner der Meinung ist, dass Villingen stärker ist, da bin ich ja mal gespannt, was uns da so erwartet. Und es war dann zwar nur ein Unentschieden, aber man muss sagen, dass der VfB einige Möglichkeiten hatte, um dieses Spiel auch für sich zu entscheiden. Es gab 3 Pfostentreffer, die darf man dann ruhig mal verwandeln. Wir können dann froh sein, dass wir Nikos Sokrafakis verpflichten konnten von Hertha, der nicht nur in den ersten Spielen schon insgesamt ganz gute Leistungen gezeigt hat, sondern auch hier uns ein Stück weit den Arsch gerettet hat mit seinem 1:1. Aber es war halt deutlich mehr drin. Da liegen natürlich so ein bisschen oder ruhen die Hoffnungen jetzt auf Marcel Söckler, der gegen Villingen schon im Kader stand, aber ja nach seiner Verletzung immer noch nicht bei 100% ist. Also der Herr Söckler, falls ihr das nicht mitbekommen habt, das war der Torschützenkönig der abgelaufenen Oberligasaison und den konnte der VfB aus Freiberg loseisen. Und auf den habe ich auch so richtig Bock. Also ich bin einfach gespannt, was der nochmal ins Spiel bringt. Also ja, und hoffe, dass seine Torgefahr in Stuttgart ähnlich zur Geltung kommt wie schon in Freiburg. Für die U21 geht es am Dienstag bereits weiter, also morgen, beziehungsweise wenn ihr das hört, dann heute, ja, um 19 Uhr, und zwar in der dritten Runde des WFV-Pokals gegen den Landesligisten FV Biberach. Also für alle, die am Dienstag nichts zu tun haben, 19 Uhr Biberach VfB 2 unterstützen. Und das nächste Punktspiel findet dann am Samstag statt, um 14 Uhr zu Hause gegen Rilassing Aalen
Die sind Fünfter. Drei Spiele, sechs Punkte. Ist das wirklich ein Ort? Oder ist das ein Schreibfehler? Ja, man weiß es nicht so genau. Hey, Oberliga ist halt schon ein Abenteuer. Wahnsinn, ja? Ja, wahrscheinlich ist es ein Verein. Also wir legen uns jetzt einfach mal fest, dass es ein Verein ist. Und abschließend noch, der VfB 2 steht aktuell auf Platz 2 mit 7 Punkten aus 4 Spielen. Also man sieht, in der Oberliga reichen 7 Punkte für Platz 2 nach 4 Spielen. In der zweiten Bundesliga wäre man damit noch nicht mal auf Platz 4, oder? Ja, na, ich gucke jetzt nicht nach, das dauert jetzt viel zu lang. Bestimmt nicht mehr. Nee, wer hat denn? Jetzt will ich es aber wissen. Ja, was jetzt? Warte. Das kann ich jetzt hier nicht so stehen lassen. Hat nicht der Viertplatzierte? Genau, also Auer hat 7 Punkte. Der VfB hat 8 Punkte und der Vierte ist Sandhausen mit 7 Punkten. Also du brauchst 7 Punkte. Ja. Und die reichen nicht, siehst du, da sind wir ja, die reichen nicht, um unter den ersten 4 zu stehen. Ja, also Sandhausen ist Vierter mit 7 Punkten. Das kommt aufs Torverhältnis dann schon ein bisschen. U19. Da können wir konkreter werden. Da gab es auch zwei Ergebnisse, zumindest keine Niederlage. Einmal spielte der VfB am vergangenen Mittwoch 0:0 gegen Heidenheim, das war hier in Stuttgart. Und dann gab es gestern einen richtigen Thriller, kann man fast schon sagen, in Frankfurt. Da gewann man mit 4:2 und drehte ein Spiel, das eigentlich wirklich in die komplett falsche Richtung ging, denn der VfB lag relativ früh mit 0:2 hinten. Dann war es zweimal Benedikt Tollerbach, einmal. Fuck, jetzt weiß ich wieder nicht, wie der heißt. Kasil, das ist ein neuer Spieler, den ich leider noch nicht richtig kennenlernen konnte, der aus Ulm nach Stuttgart kam. Deswegen seht es mir nach, wenn ich jetzt den Namen falsch ausspreche. Und Krasniki, der hat auch noch ein Tor geschossen. Auch er ist neu in der U19, kam jetzt von der U17 hoch. Überhaupt haben eigentlich nur Neuzugänge in der U19 getroffen. Hollerbach kam ja von den Bayern zu unserer U19. Also das sind die Jungs, die uns jetzt hier geholfen haben, in Frankfurt nicht unter die Räder zu kommen. Das sah ja echt ein bisschen schlecht aus nach dem 0:2 Rückstand. Und man soll hier auch auf jeden Fall nochmal Lilian Egloff erwähnen, der 3 Vorlagen beigesteuert hat zum 4:2 in Frankfurt. Also auch seine Entwicklung ist weiterhin äußerst interessant. Ihr wisst es, Egloff erst 17 Jahre und spielt schon eine ganz wichtige Rolle in dieser U19 und bestätigt seine guten Leistungen der abgelaufenen Saison offensichtlich erneut. Also das sieht sehr vielversprechend aus. Ja, die U19 ist jetzt nach 4 Spielen mit 8 Punkten aktuell auf Platz 4 in der Junioren-Bundesliga und das weiß die ja gar nicht, leck mir am Arsch, jetzt bin ich hier wieder total verrutscht, du. Also diese Sendung heute, die steht unter keinem guten Stern, ich merke das schon. Lass uns lieber darauf gucken, was für die U19 als nächstes ansteht. Am Samstag, dem 31.08. Treffen die um 15 Uhr in Elversberg im DFB-Pokal, im Junioren-DFB-Pokal eben auf Elversberg. Und jetzt weiß ich auch, warum ich Junioren-Bundesliga gesagt habe, weil ja alles wieder durcheinander ist bei mir in den Notizen. Am 14.09. geht es dann weiter mit dem Ligabetrieb um 15 Uhr gegen den SSV Ulm. Die sind aktuell Letzter. Ja, 14. ein Punkt, also Pflichtsieg, würde ich jetzt mal so hinaus. Absolut, ja. So, jetzt geben wir uns nochmal richtig Mühe, denn wir haben zum Abschluss noch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja. Und zwar der von uns geschätzte und auf Twitter aktive @DennisME1893. Denn, abgekürzt, Dennis leidet unter dem Erschöpfungssyndrom. Darüber weiß man nicht allzu viel und wenn man sich jetzt nicht detailliert damit auseinandersetzt, dann ist man erstmal überrascht. Was ist das jetzt schon wieder für eine Krankheit? Ich kann euch sagen, das ist eine äußerst unangenehme Krankheit, die sehr ausführlich in einem Artikel erwähnt wird, den ich euch verlinken werde. Ich glaube von Seth. Genau, das ist das Jugendmagazin von der Zeit. Ne? Genau. Und da wird ausführlich über Dan berichtet und über seine Krankheit, über den Werdegang und seinen Zustand. Und da empfehlen wir euch einfach mal reinzulesen. Also das ist wirklich ein bedrückender Artikel auf der einen Seite, aber auch dann wiederum interessant. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu despektierlich von mir ausgedrückt, aber es ist halt einfach mal, ja, man sollte sich da vielleicht mal mit befassen. Genau, weil ich habe es auch gelesen und habe gelesen, irgendwie so chronisches Erschöpfungssyndrom klingt halt wie, ich komme halt vom Sofa nicht mehr hoch, aber es ist halt irgendwie wirklich eine furchtbare Krankheit. Und ein Zitat von Dennis im
Artikel ist, ich hätte mir gewünscht, es wäre krebsdiagnostiziert geworden, weil da hat man irgendwie eine Diagnose und eine Heilungschance, und bei diesem chronischen Erschöpfungssyndrom gibt es das halt nicht, weil es halt weitestgehend unerforscht ist und die Krankenkasse halt auch nichts abdeckelt, und das ist halt schon, ja, auf gut Deutsch gesagt, irgendwie ein Riesenscheiß, und der Dennis braucht halt Hilfe, weil es gibt eine Therapie, die ihm eventuell helfen könnte, und diese Therapie wird natürlich von der Krankenkasse nicht abgedeckt, und ja, deswegen braucht er halt Kohle. Und das einzig Schöne bei der ganzen Geschichte ist, dass wir eben dabei helfen können. Genau, es gibt eine GoFundMe-Page, die seine Partnerin oder Freundin, ja, Nele eingerichtet hat. Und da kann man ihn unterstützen und dabei helfen, dass er die, ja, ich glaube, es sind 110.000 Euro, die er für die Operation braucht, zusammenbekommt. Es haben auch schon ein paar Leute gespendet. Wir verlinken diese Kampagne natürlich auf unserer Seite. Ich empfehle aber euch wirklich erstmal den Artikel durchzulesen. Ihr könnt natürlich auch gerne direkt so spenden, aber ich meine nur, weil sollte man sich den Artikel durchlesen, damit man auch versteht, was hier genau das Problem ist. Und ich denke, man kriegt auch so ein bisschen einen guten Einblick darin, warum Krankenkassen ja das jetzt einfach hier nicht als Notwendigkeit ansehen, ihn zu operieren. Ja, also es scheint einfach eine Krankheit zu sein, die zu wenig Leute betrifft und deswegen nicht ausreichend erforscht ist bislang. Genau, ich hatte mir auch den Artikel durchgelesen und danach so ein bisschen gegoogelt, und da kam es halt auch dann raus, irgendwie so eine der letzten großen, schweren Krankheiten, die unerforscht ist, und auch natürlich die Pharmaindustrie hat irgendwie wenig Interesse daran, und wenn die Interesse dran haben, dann wird ja meistens noch Geld reingepulvert, aber gerade hier haben sie halt wenig Interesse, und deswegen ist das halt echt so eine Arschkarte, die du gezogen hast, wenn du diese Krankheit hast. Und bist halt wirklich auf fremde Hilfe angewiesen. Ja, und ich denke, wir sollten da irgendwie zusammenstehen als VfB-Fans und auch als Nicht-VfB-Fans einfach. Ja, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben und uns geht's gut, wir können alles machen, was wir wollen. Und dann gibt's halt wirklich junge Menschen, wie gesagt, Dennis ist 22 und kann halt wirklich irgendwie nur noch im Bett liegen. Und wir können ihm helfen. Dann finde ich, dann sollten wir das auf jeden Fall machen. Genau, also wir verlinken den Artikel, wir verlinken die Kampagne. Wir würden uns freuen, wenn ihr Dennis unterstützen könntet. Und nochmal der Hinweis, @DennisME1893, das ist der Twitter-Account. Und ich denke mal, der Dennis freut sich auch über die ein oder andere nette Botschaft von eurer Seite. Gut, dann sind wir durch, Sebastian, mit dieser heutigen Ausgabe. Schon, ja. Ich bin ein bisschen froh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe mich ähnlich gefühlt wie vielleicht der VfB nach dem 0:0 gegen Aue. Es wäre so viel mehr drin gewesen. Aber wir hatten auch Pech mit dem Zweier, muss ich an der Stelle sagen. Wir haben die ganze Stimmung runtergezogen hier im Podcast. Ja, schon ein bisschen, ne? Ja, ja, so 0:0 ist halt nie gut irgendwie. Es ist nicht gut, aber die Mailbox, die war vielversprechend, muss man sagen. Das war unser Ziel. Die Mailbox großartig, ja. Also einerseits hoffe ich ja ein bisschen, dass nächste Woche halt nicht mehr ganz so viele Menschen von euch anrufen. Andererseits würde ich mich schon freuen, wenn genauso viele wieder anrufen, weil ich fand die Mailbox so großartig. Ich habe so gelacht. Also es war wirklich sehr konstruktive Beiträge dabei, lustige Beiträge. Ja, und wie gesagt, mein großer Wunsch für die SDR Mailbox Folge 3 wäre eine Damenstimme. Ja, da würde ich mich auch drüber freuen. Ruf diesmal vielleicht nicht ganz so spät an, denn ja, dadurch, dass wir Montagabend spielen und wir vorhaben, am Mittwoch wieder aufzunehmen, habe ich nicht allzu viel Zeit, dann noch die Mailbox zusammenzuschneiden. Also es wäre schön, wenn am Montag, spätestens am Dienstagvormittag, die Anrufe getätigt werden, die auf die Mailbox dann sollen. Also nochmal 0711 für Stuttgart, 25 28 8918. Lieber Sebastian, dennoch, ja, auch wenn es holprig war manchmal, fand ich es einfach wunderschön, wieder mit dir über den VfB Stuttgart ein bisschen zu reden. Und ja, wir haben es jetzt irgendwie technisch halt völlig drauf, ne? Ja. Dank 15 Meter gespannten Brustringkabel ist jetzt technisch alles einwandfrei. Jetzt müssen wir halt inhaltlich wieder ein bisschen dran arbeiten. Jetzt müssen wir inhaltlich anziehen. Aber das ist halt auch manchmal in so einer zweiten Liga-Saison so, dass man dann einfach die einfachen Dinge nicht verwandelt. Oder wie man es auch immer jetzt hier schön reden möchte. Gut. Ja, genau. Ich fühle dich. Ja, wir gehen jetzt in die Kabine und kommen dann ganz verändert nächste Woche Mittwoch wieder raus. Also, liebe Leute, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und ja, tschüss. Macht's gut. Ciao, ciao.